Ja, Herr Plichter, die meisten müssten eigentlich Ihren Namen kennen, aber wenn Sie vielleicht doch nur ein, zwei Sätze zu sich selbst sagen würden, wäre dann doch noch gut. Ja, ich moderiere die Telebörse seit 1992. Davor war ich Wirtschaftsredakteur bei der Nachrichtenagentur Vereinigte Wirtschaftsdienste, VWD, habe ein volkswirtschaftliches Studium hinter mir und mich während des Studiums vor allen Dingen mit den Fragen von Geld und Währung beschäftigt und jetzt auch im Nachhinein, nach dem Studium, mich diesem Gebiet gewidmet. Und da noch einiges, muss ich sagen, dazugelernt. Vieles, was man also im Studium nicht lernt, aber das Studium ist dafür eine gute Grundlage. Das haben Sie jetzt sehr schön formuliert. Also, wir haben alle viel dazulernen müssen seit 2007, seit dem Beginn dieser Krise. Und über den Wert von Volkswirtschaftsstudien, da reden wir besser heute nicht drüber. Ich wollte als nächstes mal kurz Sie fragen wegen Ihrer Kolumne vom 30. Januar diesen Jahres. Da haben Sie einen offenen Brief geschrieben an, haben den genannt, liebe Angela Merkel. Was hat Sie denn dazu bewogen, das zu tun? Ich habe ja schon mehrere sogenannte offene Briefe an Angela Merkel geschrieben. Das war der dritte. Sie hat mir auch keinen bisher geantwortet, aber das habe ich auch nicht erwartet. Der Hauptanlass war, dass ich dieses ewige Wiederholen des Satzes, scheitert der Euro, dann scheitert Europa, das nicht so stehen lassen wollte und ich das als Angstmache tituliert habe, weil wir alle wissen, auch bevor der Euro eingeführt wurde, gab es ein Europa, gab es eine europäische Zusammenarbeit, gab es eine EU. Und selbst wenn der Euro, was ich erwarte, früher oder später wieder auseinanderbrechen sollte, wird es auch weiterhin ein Europa geben und auch eine europäische Zusammenarbeit. Und man sollte sich nicht durch, wie ich es nenne, Angstmache jetzt da ins Bockshorn jagen lassen und meinen, wir müssen jetzt, komme was wolle, den Euro retten. Ja, wir haben jetzt in der Piratenpartei im Augenblick in den AGs hier Geldordnung, auch in AG Wirtschaft und in AG Europa eine aktuelle Diskussion über den ESM. Und die Piraten sind doch sehr, sehr skeptisch gegenüber diesem neuen Rettungsmechanismus. Und der Wahlparteitag in Nordrhein-Westfalen hat schon ein Votum dagegen abgegeben, jetzt auch die Wirtschaftskonferenz in Hamm. Und in den Arbeitskreisen werden im Augenblick auch Abstimmungen durchgeführt für ein Meinungsbild. Wie ist denn Ihre Position über den Sinn und die Notwendigkeit des ESM? Also ich bin kein Politiker, sondern Journalist und als solcher analysiere ich die Entwicklungen, wie ich sie sehe. Und von daher muss ich nicht zu jedem sagen, das ist gut oder das ist schlecht, sondern ich kann sagen, das ist das, was ich erwartet habe oder es ist zwangsläufig, dass es sich so entwickelt. Das sehe ich und ein ESM ist ein Mittel, um den Euro, der aus meiner Sicht ohnehin früher oder später auseinanderbrechen wird, aber ein Mittel, um diesen Euro noch etwas länger am Leben zu erhalten. Und jeder, der den Euro am Leben erhalten will, der sollte auch dann den ESM befürworten. Wobei er sich klar sein muss, auch das wird nur eine Verlängerung des Lebens des Euros sein. Den für mich unabwendbaren Tod des Euro kann er damit nicht verhindern. Ja, ein sehr hartes Urteil, aber eine offene Meinung. Wenn ich heute, wie gesagt, nochmal zurückkommen darf auf den Bundesausschuss, da im Haushalt, also diese Befragung, diese öffentliche von Experten im Haushaltsausschuss, da fiel mir auf, dass diese undemokratischen Verfahren, also diesen Gouverneursrat und seine Rechte, seine Immunitäten überhaupt nicht zur Sprache gekommen sind in diesem Hearing. Und das verwundert einem so als Normalbürger hier in diesem Lande, als Pirat. Sind die alle so weit weg von diesen Themen, dass sie das absichtlich nicht anschneiden, oder wie ist Ihre Erklärung dafür? Bitte, was wurde da genau nicht angeschnitten? Ja, dieser Gouverneursrat, diese Immunitäten und diese Paragraphen, die ja uns bewegen, gegen den ESM zu sein, weil wir einfach da ein riesen Demokratiedefizit drin sehen und das Haushaltsrecht, das Königsrecht wird damit tangiert. Diese ganzen Fragen, haben da eigentlich eine relativ untergeordnete Rolle gespielt in diesem, oder gar keine Rolle gespielt in diesem Hearing. Okay, ich muss auch sagen, das sind auch Fragen, mit denen ich mich nicht beschäftige, weil ich kein Politiker bin. Das ist für mich, sage ich mal, ein Seitenaspekt, ein Geplänkel, der für Politiker natürlich wichtig ist, Mitbestimmung und so weiter und so fort. Für mich ist ohnehin klar, wie die Sache läuft. Der ESM muss ins Leben gerufen werden, um eben die nötigen Finanzmittel dann noch bereitzustellen. Und auf welchem Wege das geschieht jetzt, ob die Politiker, der Bundestag und so weiter mit einbezogen werden und in welcher Weise und bis zu welchem Grade.
Das ist eine politische Frage, mit der beschäftige ich mich aber weniger, sondern ich beschäftige mich eher mit den ökonomischen Konsequenzen. Wenn ich zu ökonomischen Fragen kommen kann als nächstes, fällt auf, dass wir sowohl in Europa als auch in den USA im Augenblick eine Situation haben, wo ein Teil für einen weiteren Konsolidierungsprozess ist in den Staaten, also um zu entschulden. Man kann es auch unter dem Begriff Austeritätspolitik sehen, während der andere Teil doch jetzt so schnell sparen möchte, nicht so schnell die Schulden zurückführen möchte und lieber erstmal Konjunkturprogramme machen würde. Also in Europa ist es die Situation zwischen Frankreich und Deutschland, wobei Frankreich eher für Konjunkturstützung ist und Deutschland weiter konsolidieren möchte. In den USA ist es die Diskussion zwischen den Demokraten und den Republikanern, wobei die Republikaner dort die Austeritätspolitik jetzt einführen möchten und Präsident Obama eher diese Konjunkturstützung weiter vornehmen möchte. Jetzt stehen wir da vor einer paradigmatischen Richtungsentscheidung, weil ja dieses Jahr auch noch Wahlen in den USA sind. Auch das ist so für mich Politikgeplänkel. Also ich sehe es so, dass nicht nur der Euro unabhängig zu betrachten, auch das gesamte Finanz- und Geldsystem ist früher oder später, ich sage nicht dem Untergang geweiht, aber einem Zusammenbruch ausgesetzt. Das heißt, es muss irgendwann auf Null zurückgesetzt werden, alle Geld- und Schuldenmengen. Und auf dem Weg dorthin wird man probieren, auch das wiederum, wie beim Euro, so lange wie möglich eben weiter zu wursteln. Und da gehören natürlich Konjunkturprogramme dazu. Sobald die Konjunktur auch in Deutschland einbrechen würde, und das hat die Frau Merkel ja auch im Jahr 2008 getan, 2009, als es bei uns knapp wurde, auch dann werden wir Konjunkturprogramme gefahren. Und jetzt sagt man mal, jetzt will man sparen, aber wenn es dann wieder spitz auf Knopf steht, werden auch hier wieder Konjunkturprogramme gefahren. Also so unterschiedlich sind die Ansichten da gar nicht. Das geht jetzt hier mehr so ein bisschen auch um Wahlkampf und Geplänkel. Und Frau Merkel kann es sich im Moment eben leisten, auf die Austerität zu setzen, weil bei uns die Konjunktur ganz gut läuft. Sobald sie hier schlechter läuft, wird sie auch wieder eigentlich in die Kerbe schlagen, in die jetzt Hollande schlägt. Dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage in der Einleitungsphase, und zwar habe ich mit verschiedenen Experten oder auch mit Professoren schon sprechen können über Lösungsmodelle für die Euro-Krise. Und da hat sich immer wieder herausgestellt, dass es vier Lösungsmodelle gibt. Das eine ist der sogenannte Übernahme von Schulden durch die Länder, die weniger Schulden haben, also eine sogenannte Mithaftung, die ganze Zeit über diese Rettungsschirmpolitik gemacht wird. Das führt aber eigentlich doch zwangsläufig dazu, dass das gesamte System insolvent wird. Das nenne ich das Modell 1. Das Modell 2 ist eine sogenannte Haircut-Lösung. Die ist aber versperrt, weil wir 30 europäische Banken haben, die systemrelevant sind. Und damit würde ja das Finanzsystem praktisch einen Kollaps erleiden und damit auch die Realwirtschaft. Auch dieser Weg scheint versperrt. Der dritte Weg, der aufgrund, dass 1 und 2 wahrscheinlich nicht funktionieren, dann vielleicht in den Fokus geraten wird, ist die Inflationierung der Schulden. Aber das würde die Vernichtung von Spar- und Geldvermögen in Höhe der vernichteten Schulden bedeuten. Und das könnte halt zu einer Inflationierung oder im Extremfall zu einer Währungsreform führen. So bleibt eigentlich nur Punkt 4, eine sogenannte Umverteilung in Gang zu setzen, also von über Vermögenssteuern, Finanztransaktionssteuern, Erbschaftssteuern, höheren Kapitalertragssteuern, um die Schulden so mit den Vermögen zu verrechnen. Ich weiß, das waren jetzt vier Modelle. Was würden Sie denn dazu sagen, zu diesen vier Modellen? Also jetzt wird ja schon mal viel zu viel vermengt, meiner Ansicht nach. Der Euro ist eine Sache, und das, was Sie mit Inflationierung und Umverteilung angesprochen haben, das betrifft eben auch unser gesamtes Geldsystem, und das ist eine andere Sache. Die Währungsreform muss am Ende kommen. So sicher wie es Amen in der Kirche, ich weiß nur noch nicht wann. Das ist die Unsicherheit. Also wir müssen bitte jetzt auch mal klar trennen. Wollen wir jetzt über den Euro nur mal reden? Gerne. Oder über das gesamte System. Fangen wir vielleicht mit dem Euro mal an. Da gibt es ja noch mehr Vorschläge, was man alles machen kann, um den Euro zu retten. Der Euro ist von vornherein eine Fehlgeburt, weil er über eine viel zu große Zahl an Ländern gestülpt worden ist. Und das ist ja alles hinreichend bekannt und oft gesagt worden. Und das war klar, dass das nicht gut gehen kann. Jetzt merkt man es eben. So, was kann geschehen? Den Euro kann es nur dann langfristig geben, wenn es eine Vereinigten Staaten von Europa gibt. Und das ist sinnvoll. Ein Land, eine Währung. Und dieses Prinzip hat man aufgebrochen, indem man zuerst gesagt hat, eine Währung, aber nicht ein Land. Und wollte das umgedreht. Vielleicht können wir dann ein Land, eben eine Vereinigte Staaten von Europa, bekommen, indem wir den Euro vorher einführen. Und das war ein Fehler.
Also, wenn wir wirklich einen Euro erhalten wollen, dann müsste so rasch wie möglich müssten die Vereinigten Staaten von Europa gegründet werden. Logischerweise, dann hat man auch eine Währung. Wenn wir das nicht tun, dann wird der Euro früher oder später auseinanderfallen. Und das ist wieder eine politische Frage, ob wir die Vereinigten Staaten von Europa wollen. Da halte ich mich auch erstmal raus. Ich sage nur, meiner Einschätzung nach wird es die in absehbarer Zeit nicht geben, sodass ja Lösung 2 greifen wird, dass der Euro früher oder später abgeschafft wird. Was danach kommt, ob dann ein Nord- oder Südeuro erstmal oder wieder die einzelnen Währungen, die wir vorher hatten, das ist jetzt noch offen. Okay, dann möchte ich die Gesamtsystemfragen auch erstmal zurückstellen. Aber eine Bemerkung noch. Die Bundesbank und die alte Ansicht der Bundesrepublik Deutschland in Geldfragen, die scheint ja total isoliert zu sein, wenn man die gesamte Welt im Augenblick betrachtet. Woran liegt es? Warum denken alle anderen jetzt so verschieden von der Ansicht, die die Deutschen bzw. die Bundesbank hat? Das hat Mentalitätsgründe. Die Bundesbank war schon immer eine der wenigen Notenbanken, die besonderes Augenmerk auf Stabilität gelegt hat, mit der holländischen zusammen und vielleicht noch 2, 3 anderen. Das ist auch nichts Neues. Neu ist eben, dass es jetzt innerhalb Europas geschieht. Und neu ist auch, dass die Bundesbank jetzt innerhalb Europas eben nur noch eine Stimme hat. Oder im Zentralbankrat dann vielleicht mit dem Direktoriumsmitglied 2. Und da kommen noch die Holländer dazu und vielleicht noch die Finnen. Mehr ist aber nicht. Früher war die Bundesbank autonom und konnte autark entscheiden, was sie tut. Und genau das war ja auch ein Grund für viele, den Euro einzuführen, um diese Vorherrschaft, wie es genannt wurde, der Bundesbank zu brechen. Und das ist ja dann auch bis jetzt zumindest gelungen, weil die Bundesbank jetzt eben nicht mehr so agieren kann, wie sie das tun würde, wenn sie noch die alte Bundesbank wäre. Also das ist jetzt im Prinzip nichts Neues. Die Bundesbank ist immer schon so und mal gucken, wie das ausgehen wird jetzt, ne? Nur hat sie jetzt nicht mehr die Macht, den Zins festzulegen, wie es noch nach der deutschen Wiedervereinigung war. Das ist halt die veränderte Position. Ganz genau. Also deswegen ist sie jetzt geschwächt und kann das nicht tun, was sie eigentlich gerne tun möchte. So, ich möchte jetzt an Cosmic übergeben. Wir beginnen jetzt mit der Fragerunde über diese 12 Änderungen in den Fragen der Finanzmarktregulierung. Ich bitte dich da, die ersten Fragen vorzulesen. Ja, wir haben noch eine Grundsatzfrage vorweg, Raimund, bevor wir mit dieser schnellen Runde beginnen. Und zwar, ich weiß, du bist kein Politiker, aber vielleicht kannst du dich trotzdem mal in die Lage eines Politikers oder zumindest eines Beraters setzen. Die Frage lautet, Herr Brichter, wenn Sie eine politische Partei in Deutschland beraten müssten hinsichtlich einer Position zur Reform der Geldordnung, was würden Sie dieser Partei empfehlen? Also ich würde gerne eine politische Partei beraten, wenn sie sich von mir beraten lassen würde. Nur sehe ich das Problem, dass Politiker, welcher Couleur auch immer, und ich weiß nicht, ob die Beraten auch dazugehören, die wollen immer eine Lösung haben. Die fragen immer, Herr Brichter, was soll man denn jetzt machen? Wie ist die Lösung? Und wenn ich sage, jetzt auch was das System anbelangt, das Geld- und Finanzsystem, im bestehenden Finanzsystem gibt es keine Lösung, außer der, dass es wieder auf Null gesetzt werden muss. Dann werde ich schon mal nicht angehört wahrscheinlich, weil dann sagen andere, ja, da gibt es aber doch ein dies oder jenes und der Sachverständigenrat hat den Vorschlag und was auch immer. Ja, all das ist herumgedoktert an Symptomen, das kann man machen. Und das würde ich wahrscheinlich, wenn ich Politiker wäre, auch so tun. Nur der Unterschied wäre, ich würde es auch sagen dem Volk. Ich würde ihm nicht was vorgaukeln und sagen, wir lösen das jetzt hier auf alle Ewigkeit und das ist jetzt die Endlösung sozusagen, sondern ich würde sagen, das ist ein Weiterwursteln. Ein Hinarbeiten darauf, dass es irgendwann mal auf Null gesetzt werden muss, da kommen wir ohnehin nicht dran vorbei. Aber wie war jetzt die Frage, die genaue? Ja, also wie du eine politische Partei beraten würdest. Also nochmal, ich würde das, wenn ich jetzt sage, ich möchte das Ende des Geldsystems nicht jetzt haben, würde ich das wahrscheinlich genauso machen, ähnlich, wie es jetzt Merkel und Co. und andere machen. Ne? Also gucken, möglichst dieses Ende hinauszuschieben. Wenn ich dann nicht mehr an der Macht sein sollte, würde mich das dann vielleicht nicht mehr so tangieren, als wenn ich jetzt schuld dran wäre, dass es zusammenbricht. Ich würde vor allen Dingen, das wäre mein Wichtigstes, dafür sorgen, dass es mal eine gescheite Diskussion gibt, ob es überhaupt Alternativen gibt zum gegenwärtigen Geldsystem. Es gibt ja Vorschläge, wir werden ja auch über einige noch reden, aber die sind alle noch viel zu wenig ausgereift, / getestet, dass man sagen könnte, ja, das eine ist es oder das andere ist es. Was aber auch nicht stattfindet, ist eine offene Diskussion darüber, weil
die Mehrheit zumindest ja gar nicht will, dass man sich darüber Gedanken macht. Das Geldsystem wird als gegeben hingenommen und als unverrückbar und deswegen darf man sich keine Gedanken darüber machen, was vielleicht anders sein könnte. Also, mein Credo wäre, setzt euch erstmal zusammen über Jahre, das kann auch Jahrzehnte dauern, ich weiß es nicht, und versucht mal rauszufinden, welche Alternativlösung ist überhaupt praktikabel. Da kommen wir aber schon zu einem zweiten Problem. Viele Wissenschaftler, in der Physik ist das so, in der Biologie, die können das einfach testen im Labor. Und dann gucken sie, aha, das klappt nicht, und da haben wir hier noch, müssen was drehen und da was. Aber das kann man eben nicht machen, weil wir haben keine Labore. Das sieht man ja am Euro auch. Das hätte eigentlich im Labor getestet werden müssen mal, und hätte man gemerkt, aha, das funktioniert so nicht. Und jetzt hat man es eben im großen Labor des Euroraums getestet und merkt es eben so. Genauso fürchte ich, wird es auch mit einem Geldsystem genauso sein. Das kann man nicht im Kleinen testen. Oder wenn man es im Kleinen testet, hat es vielleicht ganz andere Auswirkungen, als wenn man es im Großen testet. Dieses Problem kann ich auch nicht aus der Welt schaffen. Ja, das ist ganz interessant, da das bereits auf der Linie unserer AG liegt, möchte ich mal sagen. Also wir sind in dem Dilemma, dass wir relativ schnell nun auch so eine Art Beratungsfunktion innerhalb der Partei zum Thema Geldsystem übernehmen müssen. Und insofern müssen wir uns, sage ich mal, um die Symptombekämpfung, also das Gewurschtel kümmern. Dazu kommen wir gleich in der schnellen Runde. Auf der anderen Seite müssen wir eine große Vision skizzieren. Und drittens, und das haben wir auch schon angedacht, müssen wir eben dazu aufrufen, dass öffentlich debattiert wird und vor allen Dingen, dass unabhängige Forschung stattfinden kann, indem zum Beispiel solche Modelle eben durchgerechnet werden können. Warum müsst ihr eine Vision skizzieren? Was wollt ihr damit erreichen? Naja, Vision heißt, also das sind sage ich mal, eher außergewöhnliche Lösungen, die ansonsten in der Reformdebatte eben noch nicht diskutiert werden. Also grundsätzliche Änderungen an den ordnungspolitischen Verhältnissen in der Geldordnung, zum Beispiel Geldschöpfung. Ja klar, aber wie gesagt, das wäre in dem Schritt Diskussion erstmal abzuklären, welche dieser Alternativvorschläge sind denn überhaupt zumindest ernsthaft mal zu betrachten und dann eventuell in Angriff zu nehmen. Aber man könnte ja auch in dieser Diskussion, und die sollte doch durchaus ergebnisoffen sein, könnte in dieser Diskussion auch zum Schluss kommen, ja, das gegenwärtige System hat zwar hier die Fehler und jene Fehler, Mängel, bla bla, aber es hat auch Vorteile und vielleicht ist es ja dann doch noch das kleinere Übel. Seht ihr das auch so oder seid ihr auf jeden Fall der Meinung, hier muss irgendwas anderes her? Sind wir sicherlich jetzt nicht unbedingt, aber wie Sie vorhin schon gesagt haben, dieses System, was wir im Augenblick haben, hat sich historisch entwickelt entlang dieser Banking Theory und der sogenannten Currency Theory. Die liegen ja seit 200 Jahren in einem Wettstreit und immer hat es Innovationen gegeben und wieder Regulierungen, wo einmal das eine in den Vordergrund gekommen ist, also die Macht hatte und dann wieder das andere. Und in den letzten 30, 40 Jahren hat halt die Banking Theory sich durchgesetzt. Und mithilfe von Finanzinnovation hat sich ein System entwickelt, das wir halt jetzt beklagen, was jetzt zu dieser Blasenbildung in den Vermögensassets geführt hat. Und jetzt ist diese Blase geplatzt und jetzt stehen wir halt vor einem Scherbenhaufen. Wir müssen eine sogenannte Balance Sheet Recession jetzt durchmachen und die kann halt sehr, sehr schwierig werden und erinnert an die Zeit vor 80 Jahren. Ja, aber Sie haben gerade gesagt, es hat sich alles entwickelt und wurde auch, es gab Innovationen. Das sehe ich jetzt weniger so. Ich denke, das hat sich eben nicht entwickelt, sondern im Prinzip ist es immer gleich geblieben, natürlich mit ein paar Veränderungen. Früher haben die Geschäftsbanken Banknoten ausgegeben und hat man gemerkt, da gab es genauso Blasen. Dann hat man gemerkt, ah, das ist es nicht, zack, machen wir mal Notenbanken, die Banknoten ausgeben. Dafür haben dann die Geschäftsbanken eben Giralgeld ausgeben können. Das ist jetzt genauso gut wie die Banknoten. Also von daher gab es immer Änderungen, aber das Grundprinzip hat sich eigentlich nie geändert, dass es Blasen gibt, die platzen müssen und dass das System wieder auf Null gesetzt werden muss. Und das zieht sich eben durch alle diese vergangenen Jahrhunderte durch. Und das meinte ich mit, wenn ein grundsätzlich anderes System in Angriff genommen wird, dann müsste es so anders sein, dass das sich hier nicht wiederholt. Das stimmt natürlich, aber diese Geldschöpfungsverhältnisse, die haben sich natürlich im Laufe der Geschichte immer gewechselt. Also ich darf jetzt mal die Schweizer Notenbank zitieren. Vor dem Ersten Weltkrieg war die Giralgeldschöpfung auch schon vorhanden. Da hat die nur knapp 30% ausgemacht und die Zentralbanken hatten über 70%. Und das hat sich halt jetzt in den letzten 30, 40 Jahren total umgekehrt. Und heute liegen wir bei ca. 90 plus minus 5% Giralgeldschöpfung bei den Geschäftsbanken und nur noch ein Bruchteil
bei den Notenbanken. Deswegen ist ja auch die Geldmengensteuerung eigentlich aufgegeben worden von den Amerikanern schon im Jahre 2006 ganz offiziell, indem sie die M3-Werte gar nicht mehr veröffentlichen. Das ist aber alles innerhalb von dem System, das Sie eben beschrieben haben. Ein Alternativsystem, wo es nicht zu dieser Blasenbildung kommt, das ist, wie gesagt, erst relativ rudimentär überhaupt als Alternative sichtbar. Aber das Paradigma, was jetzt halt war, das hat sich selbst ja auch geschützt die ganze Zeit, hat ja Systemkritikern überhaupt keinen Raum gegeben. Bei Null wieder anfangen und müssen ganz vereinzelte Systemkritiker aus der Geschichte nehmen und jetzt die modernen und dann mühselig wieder anfangen, das zu entwickeln. Ja, genau. Da muss man so mal gucken, was könnte man da als System herausarbeiten. Genau das ist es. Aber wie gesagt, was die Schweizer Notenbank gesagt hat, war ja nichts anderes. Da waren nur die Verhältnisse ein bisschen anders gelagert. Also weniger Giralgeldschöpfung. Aber das Prinzip war dasselbe. Nur jetzt haben sie halt im Laufe der Jahrzehnte oder fast des Jahrhunderts haben sie halt immer mehr Giralgeld geschöpft. Das ist das Thema, aber das war früher ja genauso möglich. Und da kann man auch sagen, okay, dann begrenzen wir das, indem man noch einen Goldstandard einführt und solche Dinge. Aber all das ist aber kein anderes System, sondern das ist im gegenwärtigen System andere Stellschrauben, die man irgendwo einsetzt. Ganz kurz ans Saalmikrofon geben. Arne, hast du eine Frage? Ja, die große Entdeckung war ja vor vielen, vielen Jahren die Verbriefung der Rechte. Das war ja der Anfang dann vom Geld. Die heutige Idee unter Computer wäre dann, dass man die Verbriefung wegnimmt und zu Buchen macht. Die ganze Beuge könnte man ja dadurch einfangen, dass man sagt, alle Ansprüche auf Geld gibt es nur noch als verbriefte Rechte bei der Zentralbank und die Einführung neuer Rechte werden mit einem Geldschöpfungszins belastet. Und dadurch hätte man praktisch vom Giralgeld bis zu den Derivaten die ganze Geldschöpfung eingefangen. Ja, also jetzt sind wir ja in der Diskussion der Lösungsvorschläge. Also wie gesagt, da kann man trefflich abendelang philosophieren drüber, was man alles machen könnte. Lass uns erstmal Bestandsaufnahme machen. Was sind die wesentlichen Knackpunkte des gegenwärtigen Systems? Und dann könnte man sich vielleicht dran machen und sagen, okay, in welche Richtung sollte denn die Forschung gehen? Das ziehe ich vor, als jetzt einen Teillösungsvorschlag hier zu diskutieren. Ich hätte eine kurze Frage, wo mir spontan gekommen ist, Herr Brichter. Könnten Sie nicht so generell um diese Giralgeldschöpfung der Privatbanken, um da wieder ein bisschen rauszukommen, dass also so grundlegend in die Richtung sehe ich da einen Vorstoß, dass man wieder versuchen muss, das Geld einfach, dass es wieder mehr im Publikum zirkuliert, dass das Geld einfach mehr rumläuft und nicht nur jetzt von der Bank geschöpft wird, ausgegeben wird und dann wieder bei einem anderen Bankkonto dann eingezahlt wird. Also dass das sich quasi immer nur durch das Schuldgeld dann weiter vermehrt und es geht das Geldmenge immer weiter weg, sondern dass das einfach wieder mit einer kleineren Geldmenge vielleicht auch, aber dass es wieder schön rumläuft und die Banken da quasi nicht mehr so systemrelevant dann ausgelegt werden, sondern dass das wieder rückläufig gemacht wird. Wäre das nicht so ein Lösungsansatz in die Richtung? Leider glaube ich nein. Das gegenwärtige Geldsystem, und das werde ich bin da gerade dabei, ein Buch drüber zu schreiben, das Jahresende hoffentlich fertig ist. Das gegenwärtige Geldsystem basiert von der Konstruktion her darauf, dass die Geld- und Schuldenmengen stetig steigen müssen. Darüber können wir gerne auch reden, warum das so ist, aber sie müssen steigen und sie würden in jedem Fall können. Ja, nein, wenn sie nicht können, dann kommt es zum Kollaps, zur Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre, wenn man sie daran hindert. Das ist das Problem. Sie müssen steigen, rein von der Anlage her, von der Konstruktion her. Dass sie es jetzt können, hat man gemacht, weil man gemerkt hat, offenbar in den 30er Jahren, da haben wir mal versucht, es zu verhindern. Und ihr habt ja gesehen, was draus geworden ist. Also lassen wir sie jetzt steigen, immer weiter steigen, logischerweise, das ist eine Exponentialfunktion, logischerweise muss das irgendwann zusammenbrechen. Aber das System als solches funktioniert so nun mal. Da kann man nicht sagen, oder kann man probieren, man kann sagen, klar, wir verhindern das jetzt, dass weiter geschöpft wird, aber dann hat man auch im gegenwärtigen System die negativen Konsequenzen zu tragen, ja, die auch wirtschaftlicher Art sind, dass es dann eben einen Zusammenbruch gibt. Kurze Zwischenfrage von mir noch, Raimund. Wie ist denn in diesem Zusammenhang die Schuldenbremse, die gesetzlich verankerte, zu sehen? Die Schuldenbremse ist für mich wie das Märchen vom Klapperscheuch, was in die Form jetzt geschrieben wird. Die Schuldenbremse ist Humbug. Sie wird und kann nicht funktionieren, weil auch
wenn ich gerade gesagt habe, dass sowohl Geldmengen wie Geldvermögen in unserem System als auch gegenüber Schuldenmengen immer steigen müssen, dann müssen auch die Staatsschulden immer weiter steigen. Sie müssen sogar, je weiter wir in diesem System sind, je weiter das vorangeschritten ist, einen immer größeren Anteil nehmen, die Staatsschulden, weil die privaten Schuldner überfordert wären. Wir haben ja jetzt gesehen, dass die privaten Schuldner überfordert sind und dass jetzt öffentliche Schuldner eingesprungen sind. Und das ist zwangsläufig so. Also Schulden... Das ist ein Verbrechen. Du kommst gleich dran. Bitte lass den Herrn Brichter ausreden noch. Nö, war fertig. Okay, deine Frage, Dude. Meine Frage ist, Herr Brichter, Sie haben ja sozusagen eingeworfen hier, dass sozusagen das dumme deutsche Volk, also ich, das ist eine Paraphrasierung, die zugespitzt, also das sollte mir keiner persönlich übel nehmen, aber die, das ist eine sich immer wiederholende Argumentation. Sie, Herr Brichter, haben so ungefähr gesagt, naja, das dumme deutsche Volk wird im Zweifel dann sogar das kleinere Übel wählen. Also es ist diese kleinere Übel-Argumentation, die tatsächlich eine Zeit lang funktioniert hat. Nur, Griechenland hat den Knackpunkt überschritten. In Griechenland kann man das kleinere Übel nicht mehr verkaufen. Und ich glaube, das ist die Tendenz, zeitlich gesehen. Diese kleinere Übel-Verkaufsmasche wird nicht besonders erfolgreich sein in den nächsten paar Jahren. Was heißt das jetzt in Bezug auf meine Äußerung? Ja, dass das eben halt sozusagen die Austeritätspolitik oder diese von der Troika erzwungenen Veränderungen, wo man sagt, ja, so ist immer noch das kleinere Übel. Die Leute werden verstehen, dass es nicht das kleinere, sondern das größere Übel ist und man muss einen Gewaltschlag hier einsetzen, ja, damit man mal endlich mal mit diesem Quatsch aufhört, vom kleineren und größeren Übel in einer Demokratie zu reden. Ich hatte das Wort irgendwann mal vorher erwähnt, kleineres Übel, aber in einem Zusammenhang, glaube ich, nämlich eher, dass man sagt, der Zusammenbruch wird kommen. Das kleinere Übel ist, wenn er nicht jetzt kommt. Das ist so, wie wenn man ihnen sagt oder ihnen die Wahl lässt, sie haben die Möglichkeit, jetzt zu sterben oder in 10 Jahren. Da würden sie auch wählen, okay, dann warte ich noch 10 Jahre und lebe noch lieber 10 Jahre lang. Das meinte ich eher mit kleinem Übel. Aber dass es so kommt und auch was Griechenland, was in Griechenland passiert, wird in Deutschland ähnlich irgendwann mal passieren, das ist ja so gut für mich so gut wie sicher. Interessant fand ich, dass Sie vorhin gesagt haben, man hat in den 30er Jahren mal es probiert, zu konsolidieren, Austerität zu machen und so weiter. Und es ist in einer Wirtschaftskollaps, in einer Wirtschaftsdepression geendet. Dieses Mal macht man ja genau das Gegenteil von damals im Prinzip, aber man segelt irgendwie in das Nirvana, also in ein Land, wo noch keiner weiß, wie es aussehen wird. Also mit dieser genau gegenteiligen Politik des Flutens der Geldmärkte, wie es die Fed und die Bank of England und die EZB ja und die Bank of Japan machen im Augenblick. Keiner weiß, wo diese Reise hingeht. Ja, doch, ich weiß es. Sie wird natürlich auch im Zusammenbruch enden irgendwann. Aber wir wissen eben nicht, wann. Und solange es geht, macht man es eben. Das ist der Unterschied. Und wenn wir jetzt Austerität machen, dann ist es eigentlich sicher, das wäre im Jahr 2008 schon eingetreten, hätten wir den Anfang gehabt, wenn da nicht die Geldschleusen geöffnet worden wären, wäre der Anfang dieser Kaskade, dieser Dominoeffekt, den Anfang hätten wir im Jahr 2008 gehabt und dann wären wir in die Verhältnisse wie den 30er Jahren gekommen. Ada, hast du noch eine letzte konkrete Frage? Ja, Herr Brichter, mich würde noch interessieren, was sind Ihrer Meinung nach die systembedingten Merkmale, die dazu führen, dass die Geldmenge immer weiter wachsen muss? Ich bin der Meinung, es sind keine in erster Linie systembedingt, sondern weil an Geldschöpfung am meisten zu verdienen sind, deshalb stürzt sich die ganze Meute praktisch darauf, anderes zu tun, als die Geldmenge zu vermehren. Würde man das stoppen, dann denke ich, ist kein systembedingter Zwang da, die Geldmenge immer weiter zu erhöhen. Also das Geldsystem, damit habe ich mich jetzt ausgiebig beschäftigt, hat 3 wesentliche Knackpunkte. Der erste ist die Leichtigkeit der Geldherstellung. Das Fiat Money, das Geld aus dem Nichts schöpfen, verleitet natürlich dazu, dass tendenziell immer mehr Geld in Umlauf gebracht wird, als eigentlich nötig wäre. Das tun die Geschäftsbanken in Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs. Da geben sie viel leichter Kredite und viel locker und haben viel weniger Restriktionen und produzieren dann im Übermaß
Geld. Im darauffolgenden Abschwung tun die das Gegenteil. Sie halten ihren Sack zu. Und genau dann würde es nämlich auch so wie in den 30er Jahren passieren, dass es zum Kaskadeneffekt von Firmen- und Bankenpleiten kommt. Und dann tun die Notenbanken die Arbeit. Die Notenbanken und Staaten, die im Abschwung produzieren die das Geld, aber auch im Überfluss. So, und wenn dann wieder der Abschwung vorbei ist und der nächste Aufschwung kommt, dann sind wieder die Geschäftsbanken dran. Dann machen die das wieder. Und das geht so weiter und so fort. Es wird also immer mehr Geld in Umlauf gebracht, als eigentlich für den reinen Umsatz im Wirtschaftssystem nötig wäre. Das ist der eine Faktor, der dafür sorgt, dass die Geldmengen auf lange Sicht immer wachsen. Dann gibt es noch einen zweiten Destabilisierungsfaktor. Das ist das Bruchteilbankengeschäft, der dazu führt, dass in Krisen die Banken noch anfälliger sind, weil sie ja nur einen Bruchteil dessen, was sie eigentlich vorgeben, an Geld ausgegeben zu haben, einen Bruchteil dessen tatsächlich in der Reserve haben, als Zentralbankgeld zum Beispiel. Und dann gibt es einen dritten Faktor, der dafür sorgt, dass die Geldmengen auch noch steigen müssen. Und das ist der Zins- und Zinseszinseffekt im Zusammenhang mit dem Geldvermögenseffekt. Das heißt, in dem Moment, irgendwann im Kreislauf, im Geldkreislauf, passiert das automatisch in unserem System, dass Geld irgendwann auf Konten von Leuten landet, die es eben nicht im System halten und wieder ausgeben, sondern die es sparen. Und in dem Moment, wo das Geld sozusagen auf so einem Konto landet, ist es zunächst mal aus dem System gezogen. Dieses Konto ist noch meistens zinstragend. Das heißt, wenn man es da lässt, gibt es Zins und Zinseszins. Und insofern wachsen diese Geldvermögen immer weiter an im Lauf der Jahre und Jahrzehnte vor allen Dingen. Und wenn diese Geldvermögen wachsen, automatisch quasi, zusätzlich noch gefördert durch Spartätigkeit von denjenigen, die das Geld nicht ausgeben wollen oder brauchen, weil sie genug davon haben, aber auch durch Spartätigkeit von anderen, von uns allen. Wir alle sparen ja, was das Zeug hält, auch für die Altersvorsorge und so weiter. All das führt auch zu steigenden Geldvermögen und zu steigenden Geldvermögen, zu steigenden Zinsforderungen. Und das ist ein wesentlicher weiterer Faktor, der dafür sorgt, dass die Geldmengen und die Schuldenmengen langfristig stetig wachsen müssen in unserem System. Darf ich da noch eine Zusatzfrage stellen? Immer, ja. In den ersten zwei Punkten stimme ich mit Ihnen überein. Der dritte Punkt ist mir noch insofern nicht klar, weil immer, alles Geld ist immer gespart. Was heißt, das Phänomen Sparen ist ja nichts, was man in der Realität als solches ermessen kann, weil die Geldmenge wechselt ja immer nur den Besitzer, den Eigentümer. Ansonsten bleibt die Geldmenge so, wie sie irgendwie geschaffen wird. Und ich sehe das Problem mit Zins und Zinseffekt ist aus meiner Sicht ein Vermögensverteilungsproblem, aber kein Problem des Geld- und Währungssystems. Es spielt natürlich auch unsere gesellschaftliche Ordnung eine Rolle, die Eigentumsordnung und so weiter, selbstverständlich. Aber dass die Geldmenge, wir haben gerade gesagt, die Geldmenge ist immer gleich und wenn sie gespart wird, das ist ja gerade nicht der Fall. Wenn jetzt nur Bargeld ausgegeben würde und ich spare das Geld und gebe es dafür Ihnen für ein Jahr lang, dann hat sich die Geldmenge tatsächlich nicht geändert. Dann habe ich es nicht, habe ich es weg und Sie haben es dann. Aber wenn ich mein Geld zur Bank bringe und das dort einzahle, nehmen wir an, auf ein Tagesgeldkonto, habe ich es ja weiter. Das Geld besteht ja. Ich kann sogar täglich darüber verfügen beim Tagesgeldkonto oder bei einem Sparkonto auch oder bei einem Festgeld-Termingeldkonto. So, das Geld ist also weiter in der Bank als Geld vorhanden, als Einlagen. Und also die Einlagen sind ja das Geld. Nur, es muss jetzt neues Geld von den Banken per Kreditvergabe aus dem Nichts, das heißt es ja, geschaffen werden, um das auch zu finanzieren. Weil, wenn ich mein Geld bei der Bank oder Sparkasse habe, kriege ich ja Zinsen dafür. Und das muss ja die Bank auch finanzieren und macht's ja gutes Geschäft mit. Die Einlagenzinsen sind geringer als die Zinsen, die sie kriegt, wenn sie Kredite vergibt. Also das ist der Druck und das ist der Punkt 3. Von der Geldvermögensseite, von der Passivseite der Bankbilanz, entsteht ein Druck durch diese Geldvermögen, die auf den Passivseiten der Bankbilanzen sind, ein Druck, neues Geld zu schaffen, neue Schulden zu machen. Auf der Aktivseite müssen die Banken Kredite vergeben, um ihr Geschäft sozusagen zu betreiben. Natürlich, die Banken machen das gerne, weil es ihr Geschäft ist, völlig klar.
Nur sie sind dazu aber auch quasi gezwungen, weil die Geldvermögen auf der Passivseite es von ihnen verlangt. Können Sie bitte mal genau erklären, was Sie unter Geldmenge verstehen und unter Geldvermögen? Also Geldvermögen, die Geldmenge besteht im Prinzip aus Geldvermögen. Also nehmen wir mal an, und die normalen Geldmengendefinitionen, die ja sich vor allen Dingen beziehen auf die Kunden entlang der Geschäftsbanken. Spareinlagen, Giro, Sichteinlagen, Termineinlagen, Tagesgeld und so weiter und so weiter. Das ist gleichzeitig, das ist die Geldmenge, gleichzeitig aber aus Sicht der Inhaber dieser Konten Geldvermögen. So einfach ist das. Aber es ist doch auch, das Geld auf dem Girokonto ist ja genauso Geldvermögen. Was ich meine ist Folgendes. Man kann doch eigentlich nicht abgrenzen, ab welcher Sekunde ist das Halten von Geld oder ab welchen Monaten ist das Halten von Geld erwünscht und gut und ab der nächsten Sekunde ist es unerwünscht und nicht gut. Das heißt praktisch, dass das Geldvermögen sich eigentlich nur durch eine unterschiedliche Haltedauer unterscheidet, aber nicht in eine Menge von kurz gehalten gut, lang gehalten schlecht. Ich denke, die Wertaufbewahrung ist einer der ganz zentralen Funktionen, die das Geld zu erfüllen hat. Und die wird ja gerade deshalb gemacht, damit ich praktisch heute nicht konsumiere, aber dafür irgendwann später. Ich habe ja auch überhaupt nicht von gut oder schlecht geredet, hier in dem Zusammenhang. Und Sie haben völlig recht, man kann nicht sagen, gut oder schlecht, aber es ist systembedingt so. Das ist ja der Punkt, auf den ich hinaus will. Es ist systembedingt so, dass die Geldvermögen stetig auch zunehmen. Und mit zunehmender Reife eines Geldsystems spielt dieser Faktor eine immer größere Rolle. Ich habe mir die Statistiken der letzten 50 Jahre angeguckt, von der Bundesbank zum Beispiel. Die können Sie schön gegenüberstellen. Die wachsenden Geldvermögen, die sind im Schnitt um 10,8% seit 1948 gewachsen, die Geldvermögen, also die Einlagen bei den Geschäftsbanken. Und dagegenüber die Schuldenstellen auf Sicht der Banken, die Forderungen, die Banken haben und die Wertpapiere, die sind mit rund 10% gewachsen. Also da sieht man, Geld und Schuld sind sowieso nicht zu trennen und beide wachsen, und das ist der empirische Beleg dafür, wachsen in den letzten 50 Jahren und in anderen Ländern, die keine Währungsreform haben, auch schon länger, in Amerika zum Beispiel. Und das ist eine Funktion, die ist im Prinzip auf lange Sicht eine Exponentialfunktion. So, als nächstes Robert Arnold. Ich wollte nochmal nachfragen, aus welchem Grund Sie sehen, dass die Geldmenge stetig steigt. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, liegt es nicht am Zinseszins, sondern es ist ein politischer Prozess, dass nämlich in Zeiten, in denen gute Konjunktur herrscht, die Nationalbanken oder die Zentralbanken die Geldmenge nicht verkleinern, sozusagen das Geld nicht zurückholen, das sie ausgegeben haben während schlechter Konjunkturzeiten. Habe ich Sie da richtig verstanden, dass das sozusagen ein politischer Effekt ist und keiner, der zwingend im Geldsystem sozusagen verankert ist? Es sind beide Effekte, aber beide sind auch im Geldsystem verankert, wenn Sie so wollen. Der Effekt, dass man Geld so leicht schöpfen kann, ob jetzt von Notenbankseite aus, von Staatsseite aus, indem man Schulden macht, oder von Geschäftsbankenseite aus, oder privat auch aus. Das ist der Effekt, den Sie beschrieben haben, der ist richtig. Und der Zinseszinseffekt und der Geldvermögenseffekt spielt aber schon eine Rolle, langfristig gesehen, weil eben die wachsenden Geldvermögen auf der Passivseite der Bankbilanzen ja immer höhere Forderungen auch nach sich ziehen, nämlich immer höhere Zinsforderungen. Also ich will es mal so vereinfacht sagen, die Geldmengen müssen mindestens um den Zins wachsen. Sie wachsen aber, und hier kommt der andere Effekt ins Spiel, nämlich der dadurch entsteht, dass Geld so leicht zu machen ist. Sie wachsen aber tatsächlich im Schnitt mehr als um den Zins. Und das habe ich ja gerade deutlich gemacht. Ich habe mir angeguckt, wie die Geldvermögensbestände seit 1948 sich entwickelt haben. Das war im Durchschnitt ein Satz von 10,8% im Jahr. Und das ist natürlich mehr als der durchschnittliche Zinssatz in diesem Zeitraum. So, als nächstes Rudi. Ja, Herr Brichter, stimmen Sie mir zu bei dem Thema Zinszahlungen, Zinseszinszahlungen bei Sparern oder ich bezeichne es jetzt mal als Horter, dass das Problem nicht bei dem kleinen Sparer existiert, der eben das Geld nur spart, um es später auszugeben, sondern das große Problem existiert darin, dass es Menschen gibt, die halt so viel Geld haben, dass sie das auch gar nicht mehr ausgeben können und darauf dann halt Zins und Zinseszins bekommen.
Also ich würde das nicht so sehen. Natürlich, Sie haben recht, das ist bei den Großsparern auf jeden Fall ein Problem, aber auch bei der Masse der kleinen Sparer auch. Das ist ja eine Riesenmasse. Stellen Sie sich vor, wir alle legen 100 Euro im Monat irgend zurück, sage ich mal. Wenn das 10 Millionen Leute machen, was da schon alleine zusammenkommt im Jahr, was dann wieder an Zins und Zinsens darauf anfällt. Sie haben jetzt so einfach gesagt, naja, die Kleinen geben das ja irgendwann wieder aus. Das ist ja auch nicht so richtig in der Masse. Die vererben natürlich auch viel, genauso wie es die Großvermögen vererben. Lassen wir mal beiseite, was da die Erbschaftssteuer dann wieder abzieht. Vererben auch die Kleinen. Und selbst wenn die Kleinen auch es irgendwann wieder einen Teil davon ausgeben, die Masse, die Vermehrung ist ja trotzdem da und sie wird ja nicht vernichtet dadurch. Dann hat das ein anderer. Und dann ist es vielleicht eine Zeit lang im Kreislauf, aber irgendwann bleibt es wieder bei jemandem hängen, der es wieder spart, der vielleicht auch nur dann zu den Kleinen gehört und dann in der nächsten Generation einer ist, der für sein Alter spart. Also ich sage nicht, dass das nur die Großen sind. Nein, meiner Ansicht nach, die Masse der Kleinsparvermögen spielt auch eine Rolle. Das ist interessant, weil es gibt Untersuchungen von dem Soziologen Christoph Deutschmann, dass das ja eine sogenannte Rentiersgesellschaft dann bedeutet. Nach 40, 50 Jahren, nach einer Währungsreform, sind Geldvermögen über Investmentfonds, über Pensionsgesellschaften und sonstige Anlageformen aufgebaut. Aber wenn das ungefähr so eine Größe um die 30% in einer Gesellschaft erreicht, wird ein kritischer Punkt erreicht, weil ja nicht alle in den Besitz von solchen Geldvermögen kommen können. Und dann ist eine Gesellschaft oft überaltert, aber dieser Prozess, der geht dann einfach nicht weiter mehr, weil einfach zu viele Ansprüche aus diesen Guthabenzinsen dann erwachsen. Das ist ein Problem praktisch, dass eine Gesellschaft, wenn sie reift, zu einer Rentiersgesellschaft wird. Also hier sehen wir doch ganz schön schon am Stand der Diskussion, wie dieses Geldsystem irgendwann eben doch tatsächlich in einer Währungsreform oder wie auch immer auf Null gesetzt werden muss, selbstverständlich. Das System tendiert ja zum Wachstum, zum exponentiellen Wachstum und irgendwann tendiert es dazu, in sich zusammenzufallen. Dann müssen Geld- und Schuldenmengen vernichtet werden. Genau das ist der Punkt. Ob das jetzt auf einen Schlag ist, wie bei einer Währungsreform oder sukzessive, wie es ja auch in den 30er Jahren passiert ist, durch die Bankpleiten damals, da wurden Schulden vernichtet, aber auch Geld. Denn die Einlagen bei den Banken waren ja Geld. Ob es so oder so passiert, das System tendiert dann dazu, sich in sich zusammenzufallen und genau das versuchen ja die Leute gerade zu verhindern und es weiter aufzupumpen. Zum Beispiel, Frau Merkel hat ja gesagt, alle Einlagen sind sicher. Nun gut, Pirat Kiox ist noch am Saalmikrofon. Nee, nicht gut. Die muss dafür haften. Merkel musste haften. Ihre Aussage. Persönlich. Ja, wie kann man sich persönliches Haften sich vorstellen? Sie könnte es ja dann trotzdem nicht bezahlen aus Ihrem Privatvermögen. Herr Richter, Sie meinen doch, dass aufgrund der Guthabenzinsen ein Verschuldungszwang besteht. Meine Frage lautet jetzt, wer sind diese neuen Schuldner, die freiwillig so viele Schulden aufnehmen, damit die Geldmenge exponentiell steigen kann? Ja, gute Frage. Und genau das war ein Symptom zum Anfang der Krise im Jahr 2007, 2008. Es sind eben nicht immer solvente Schuldner zu finden, die das übernehmen. Und dann haben die Banken, man kann viel diskutieren und ich werde die Banken nicht verteidigen über gierige Banker und so weiter und so weiter. Die haben dann Schindluder getrieben, aber sie haben sich systemgerecht verhalten. Das System hat von ihnen gefordert, holt neue Schuldner ran, wir brauchen die. Und sie haben neue Schuldner geholt und dann waren sie zweit- und drittklassig und haben die dann in Wertpapiere verpackt und verkauft und so weiter, wir wissen, was passiert ist. Das ist ein Symptom gewesen. Man findet irgendwann, je weiter dieses System voranschreitet, findet man die Schuldner nur noch schwerlich. Und genau deswegen komme ich auf das zurück, was ich bei dem Staat gesagt habe. Letztlich muss der Staat dann immer mehr dieses Schuldenpakets übernehmen. Denn private Schuldner, zumindest solvente Schuldner, sind dann nicht mehr in ausreichender Masse zu finden. Du, Deutscher, bist der Schuldner und der Letzte. Ich habe mich stumm geschaltet. Ja. Nochmal eine andere Frage. Und zwar, wie zwingt das System die Banken dazu, Guthabenzinsen zu bezahlen zu müssen?
das System zwingt die Banken meiner Ansicht nach nicht dazu. Ne? Also die Banken könnten rein theoretisch ja sagen, also wir zahlen jetzt gar nichts mehr, ne? Keine Guthabenzinsen mehr. Dann würde man sich überlegen, was macht man mit dem Geld? Aber dann würde natürlich auch man versuchen, das Geld anderen zu leihen, direkt außerhalb der Banken, schätze ich mal, die dann vielleicht doch einen Kredit aufnehmen wollen, und dann würde man dort vielleicht einen Zins kriegen. Also das ist eine Marktsache. Aber Tatsache ist, dass mit weiterem Voranschreiten des Geldsystems auch die Zinsen immer niedriger werden. Und das sehen wir ja jetzt. Das ist nicht, weil viele sagen immer, das sind ja nur die Notenbanken, die Zinsen so niedrig halten. Ich sag's mal, der Urzins, also abgesehen vom Risiko und vom Inflationsausgleich, der Urzins, der tendiert immer mehr gegen Null, je weiter das Geldsystem voranschreitet. Da haben Sie völlig recht. Und deswegen kriegen wir auch nur im Moment für sichere Anlagen nur noch einen niedrigen Zins. Herr Brichter, aber der Ablauf ist doch so. Also bei der letzten INET-Konferenz in Berlin hat der Professor Bezemer von der Uni Groningen eine neue Studie veröffentlicht. Er hat gesagt, dass die Kreditvergabe der Geschäftsbanken an die Realwirtschaft ungefähr entlang des Potenzialwachstums gleich geblieben ist von 1948 bis 2007. Aber die Kredite in die Vermögensassets, die haben sich versechs- bzw. versiebenfacht. Das bedeutet doch, dass diese Gelder Anlagen suchen und dann irgendwie eine sogenannte Vermögensasset-Preisblase herausbilden. Das ist doch der Effekt, den das System dann praktisch hervorbringt, weil es keine Schuldner mehr gibt oder nur so lange noch Schuldner gibt, solange die Vermögenspreisassets nämlich steigen, wie es bei den Immobilien waren oder wie es bei anderen Assets waren. Ist der Punkt, wie Minsky das beschrieben hat, kommt, wo das dann kippt und dann ist die Blase geplatzt. Das ist doch der Ablauf des Ganzen. Also der Ablauf ist natürlich so. Das System erfordert immer steigende Geld- und Schuldenmengen. Am Anfang kann die Realwirtschaft das locker aufnehmen. Klar, wir auch nach dem Zweiten Weltkrieg, wir hatten einen Aufbau, ein Wirtschaftswunder, da wurde das Geld tatsächlich in der Realwirtschaft gebraucht. Nur irgendwann hat dieses Wirtschaftswachstum, ich will nicht sagen ein Ende, aber es tendiert doch dann eher in eine degressive Phase, dass es immer geringer wird. Und wir sind nun mal gesättigt in unseren Breitengraden und in anderen Industrieländern auch. Logischerweise kann die Realwirtschaft jetzt gar nicht mehr diese zusätzlichen Schulden oder will sie auch gar nicht zusätzlich aufnehmen. Und logischerweise müssen, auch das ist eine Folge dieses Geldsystems, müssen dann bei zunehmender Reife diese Gelder in anderen Bereichen Verwendung finden, in der Finanzwirtschaft. Und das tun sie ja. Und das ist zum Beispiel auch, dann sagen viele, ja, hätte man die Finanzmärkte nicht liberalisiert, wäre das alles nicht passiert. Auch die Liberalisierung der Finanzmärkte war im Prinzip nur eine Folge dieses Geldsystems. Die Realwirtschaften haben nicht mehr ausgereicht, um diese Geld- und Schuldenmengen aufzunehmen. Wirklich mussten die Finanzmärkte wachsen, mussten liberalisiert werden, wenn man dieses System weiter voranschreiten lassen wollte, was man ja getan hat. Ja, ich habe noch mal eine Frage zu dem Wachstum der Geldmenge. Ich habe eher den Eindruck, dass es so ist, dass die Geldmenge im Finanzbereich deshalb stärker wächst, weil die durch ihre Konstrukte die besseren Verträge erzielen. Wäre es so, wäre diese Möglichkeit im Finanzbereich nicht zu wachsen, dann wären sie ja gezwungen, quasi in der Realwirtschaft das Geld versuchen anzulegen. Und dann wären auch sehr viel bessere Impulse für die Realwirtschaft da. Aber solange praktisch die Möglichkeit besteht, in der Finanzwirtschaft solche Blasen zu bilden, dann wird, und das der leichtere Weg ist, dann wird dieser Weg gegangen. Und ich glaube, was die Anlagemöglichkeit betrifft, ist es immer nur eine Frage des Preises. Ich könnte mir auch vorstellen, auch die Realwirtschaft könnte noch sehr viel mehr aufnehmen an einem anderen Preis, sprich anderen Zinssatz. Ich denke, umgekehrt wird ein Schuh draus. Also ich glaube nicht, dass es an Kreditgeld für die Realwirtschaft mangelt, sondern das Geld würde natürlich, wenn es in den Finanzmärkten keine Verwendung fände, würde in die Realwirtschaft drängen und würde dort eher zur Inflation führen, beziehungsweise zu steigenden Preisen. Inflation haben wir ja schon. Weil dann die ganzen Geldmengen, die jetzt auf den Finanzmärkten herumschwurbeln, wenn die in die Realwirtschaft drängen, also in unseren Breitengraden sehe ich mit unserem Fortschritt auch des Wirtschaftssystems und auch des Wohlstandes, dass
dass sie nicht so Verwendung fänden, dass dann wirklich alles in reales Wirtschaftswachstum münden würde, sondern letztlich ein großer Teil davon nur noch in nominales Wirtschaftswachstum. Und das wären dann steigende Preise. Also in die Kerbe wollte ich auch hauen. Ich sehe da ja auch immer mehr so die Finanzwirtschaft, wo dann immer weiter so aufbläht und da prosperiert es immer mehr und die Realwirtschaft dann geht in die Knie irgendwie, weil sich das scheinbar nicht mehr so auszuzahlen scheint. Und das so Bedingungen, wo die Finanzmärkte da so in Anführungsstrichen dann irgendwie nicht so wirklich bereit sind. Also nicht so die so den Return on Investment da sehen wie in der Finanzwirtschaft, der anscheinend doch noch besser gegeben ist, da wo das Geld halt zuhaufen da ist. Das Problem eben, was ich sehe, ist immer mehr diese Chimäre, dass das so auseinander auch geht, also diese Märkte, dass es sich immer weiter von der Realwirtschaft quasi loslöst, ne, und dass sich nur noch die Stärksten, also dieser Wirtschaftsdarwinismus, sag ich mal, der verschärft sich immer mehr, dass nur noch die Deutschland und die China und so die Exportweltmeister da noch irgendwie dann entsprechend so Aufträge kriegen und auch billig dann an Kapital rankommen. Was sinkende Geld- und Schuldenmengen bewirken, sieht man ja zum Beispiel jetzt in Griechenland. Dort geht es tendenziell nach unten. Auch die Geldmengen tendieren dort nach unten. Viele Leute, gibt ja eine Kapitalflucht, viele Leute überweisen ihre Guthaben zu Banken in Deutschland oder in Holland oder in England oder in Finnland. Das heißt, tendenziell gehen dort die Einlagen, und das sind die Geldmengen, ja zurück. Und die Wirtschaft ist am Knapsen. Und genau das würde hier auch passieren. Und man sieht, da sieht man schön, was sinkende Geld- und Schuldenmengen für Folgen haben können, wirtschaftlich, in unserem System. Herr Brüch, ich habe bisher den Grund, weshalb die Banken Guthabenzinsen bezahlen müssen, darin gesehen, also in unserem fraktionalen Reservesystem. Und zwar zahlt doch oder fängt eben keine Bank an, als erste keine Guthabenzinsen mehr zu bezahlen, weil sonst alle Guthabenbesitzer ihre Guthaben zu einer anderen Bank beweisen würden und damit gleichzeitig im Hintergrund dieses ganze Zentralbankgeld auch eben zu anderen Banken fließen würden. Wie beurteilen Sie dies? Ja, eben, aber wenn alle Banken keine Zinsen mehr geben würden, wäre das ja kein Problem. Aber da sorgt eben die Konkurrenz dann da wieder dafür. Dann gibt einer doch wieder nur einen kleinen Zinssatz und dann gehen die alle dahin, haben Sie völlig recht. Und deswegen bieten Banken ja weiterhin Einlagenzinsen, aber nochmal, diese Einlagenzinsen sinken tendenziell immer weiter. Und das sieht man ja auch schon seit langem. Naja, in Island hat man das ja bei der Kaupthing-Bank und bei anderen bis auf 8% dann hochgezogen. Ja, natürlich, Kaupthing. Die Kaupthing-Bank hat kein Zentralbankgeld mehr bekommen. Bei der Zentralbank nicht, weil sie nicht genug Sicherheiten hatte. Bei anderen Banken auch nicht. Weil die hatten auch dann irgendwann Sicherheiten verlangt von der Kaupthing-Bank. Und was blieb der Kaupthing-Bank nur noch übrig? Sich Zentralbankgeld zu beschaffen ohne Sicherheiten, das geht nur bei Einlegern. Und dann musste man eben den Anlegern schöne hohe Zinsen bieten, um das zu kriegen. Wie unterscheiden sich denn die beiden Fälle Argentinien und Island, die ja beide praktisch einen Bankrott hingelegt haben? In der Hinsicht, dass Island seine Verbindlichkeiten nicht an die holländischen und englischen Sparer bezahlt hat, trotz zweier Volksabstimmungen, und dass sie von ihren Brudervölkern, also den skandinavischen, einen neuen Kredit bekommen haben. Das ist doch der einzige Unterschied zu Argentinien. Ich sehe den Unterschied eher, bei Argentinien war es der Staat, der seine Schulden nicht bezahlt hat. In Island waren es Geschäftsbanken, die pleite waren eigentlich. Und deswegen, das war eher eine ganz normale Bankenpleite, natürlich in großen Dimensionen, vor allem für Island, aber das war eigentlich eine Bankenpleite. Und eine Bankenpleite sagt ja nichts anderes, dass die Gläubiger der Banken auf Geld verzichten müssen. Und die Einleger sind ja nichts anderes als Gläubiger. So, jetzt haben wir keine Fragen denn mehr. Jetzt wollten wir doch noch die schnelle Runde machen mit diesen 12 Finanzmarktregulierungen, wo Sie einen ganz kurzen Kommentar einfach immer dazu abgeben, wie sinnvoll Sie das jeweilige Regularium halten. Cosmic, beginnst du mit der ersten? Ja, ich mache kurz die Ansage hier. Die aktuelle Reformdebatte kreist typischerweise um gewisse Praktiken des Investmentbanking und um Strukturen der Finanzmärkte. Eine erste Gruppe solcher Analysen sieht die Schuld für die Krise hauptsächlich in der Deregulierung der Devisen-, Kapital- und Wertpapiermärkte und einem Trend zum Casino-Kapitalismus. Die als Antwort darauf vorgeschlagenen Maßnahmen zielen auf mehr Finanzaufsicht und eine Eindämmung des Hochfrequenzhandels.
Zu derartigen Maßnahmen gehören 13 bekannte Reformvorschläge, die gehandelt werden. Können Sie uns kurz sagen, für wie sinnvoll Sie die folgenden Reformvorschläge halten und welches Sie befürworten würden? Wenn Sie einen Reformvorschlag für überwiegend positiv halten, bitte eine +1. Wenn Sie einen Reformvorschlag eher ablehnen oder für nicht sinnvoll halten, geben Sie uns bitte eine -1 oder eine 0, falls unentschieden. Punkt 1 dieser Reform: Erhebung der Finanztransaktionssteuer. Also es kommt immer darauf an, was man erreichen will. Ich habe ja vorher gesagt, dass diese ganzen Maßnahmen eher an Symptomen herumkurieren. Wenn die Symptome, die man da bekämpft sind, dafür hat es vielleicht einen Sinn, was man damit macht, aber dann werden die Probleme an anderer Stelle auftreten, weil das Geldsystem deswegen trotzdem noch nicht geändert ist. Deswegen fällt es mir schwer, hier Plus, Minus oder Null zu geben. Eigentlich müsste ich dann allen Null geben. Für die grundsätzliche Lösung des Problems sind alle eigentlich eher Null. Aber für gewisse Dinge, wenn man sagt, man will zum Beispiel die Banken dazu anhalten, auch noch Beitrag zu leisten zur Finanzierung der Wirtschaft beziehungsweise auch zur Finanzierung der Finanzkrise, da ist es durchaus sinnvoll. Also hierfür eine +1 für die Lösung der Gesamtkrise, eine -1. Genau, also wir sehen mal von der Gesamtlösung ab. Hier geht es tatsächlich nur darum, dem Patienten das Leiden etwas herauszuzögern und sein Überleben zu verlängern, damit wir mehr Zeit haben, nach sinnvollen Lösungen zu suchen. Punkt 2 wäre die Überführung von außerbörslichen Wertpapiergeschäften in den registrierten Börsenhandel. Für Symptombekämpfung +1. Punkt 3, Austrocknung von Offshore-Finanzzentren bzw. Steuerparadiesen. Was ist damit gemeint? Also sage ich mal 0. Viertens, Begrenzung von Bonuszahlungen an Händler und Topmanager. 0. Fünftens, das Verbot des Eigenhandels der Banken, die sogenannte Volcker-Regel. +1. Sechstens, striktere Vorgaben für Ratingagenturen und die Gründung konkurrierender staatlicher Ratingagenturen. -1. Staatliche Ratingagenturen sind Bullshit. Die Ratingagenturen machen auch viel Fehler, aber das Staatliche, die würden dann vielleicht den Staatsschuldnern Bestnoten geben oder so. Also das halte ich für nicht sehr, sehr zielführend. Sei denn, ich könnte eine Ratingagentur, die nicht staatlich ist, die, was weiß ich, aus sonstigen Quellen finanziert, dann ja. Also denken Sie auch, dass das Hauptproblem da besteht, dass die Banken die Rating selbst bezahlen, also der zu prüfende bezahlt seine Prüfer selbst. Man sollte das halt irgendwie unterbinden. Das ist das Hauptproblem, ganz genau. Es gibt auch schon Ratingagenturen, die werden von Anlegern bezahlt, die da auch, hört man zumindest auch, auf bessere Urteile kommen. Das heißt, die erkennen dann Gefahren auch früher als diejenigen, die sich von den Kunden bezahlen lassen. Das heißt, das Konzept von Roland Berger würden Sie gewissermaßen befürworten. Hier soll ja sowas Neutrales und das sollen die Anleger dann bezahlen. Genau. Roland Berger, der ist ja mit der Bertelsmann Stiftung, wollte das doch zusammen aufziehen, oder? Da befürchte ich eigentlich schon wieder politische Interessen von Bertelsmann, dass damit reingehen. Und ich habe ja von Enra-Projekt gab es ja da auch eine Alternative, aber ich weiß nicht, ob das jetzt noch im Gespräch ist. Es waren ja über 80 NGOs oder sowas, was von der Deutschen Umweltstiftung dann auch ausging und die werben mit Nachhaltigkeit, Gemeinnützigkeit, fair und vor allem Transparenz auch. Aber ich weiß nicht, wie ich die einschätzen soll. Also im Prinzip ist die Institution der Ratingagentur doch auch wieder nur was, wo man sagt, wieder ein Sündenbock. Ich will nicht selbst mich drum kümmern, ob der Schuldner jetzt Bonität hat oder nicht. Also versuche ich das an einen zu delegieren. Dann kann ich sagen, aha, der hat dann Mist gebaut oder so. Aber im Grunde ist es doch so, man will jemanden haben, dem man die Verantwortung zuschieben kann. Das ist der Sinn der Ratingagenturen. Mehr Sinn sehe ich daran nicht. Ist es deshalb nicht gerade Ratingagenturen generell schädlich, wenn man sagt, wir brauchen eigentlich unterschiedliche Meinungen, damit auch unterschiedliche Projekte und Investitionen Chancen bekommen. Wenn jetzt Leute generell Ratingagentur spielen, dann wird eigentlich die Rolle der Banken, nämlich eine Investition nach verschiedenen Kriterien zu beurteilen, geschwächt. Ja, aber dann ist natürlich das System noch komplizierter und unübersichtlicher und die Leute mögen es ja gerne einfach. Ne? Eine schöne Note und möglichst noch von allen die gleiche Note, kann man sich dran orientieren.
könnte so sein, der sagt dies, der sagt jenes, das haben wir an der Börse laufend, das macht es natürlich schwieriger. Aber im Prinzip haben Sie recht. Okay, dann machen wir weiter mit Punkt 7. Das Verbot von speziellen Wertpapieren, etwa strukturierte Produkte wie forderungsbesicherte Wertpapiere in Form von gut-schlecht gemischten Hypotheken-Sandwiches oder das Verbot von ungedeckten Leerverkäufen. Minus 1. Darf ich auch kurz fragen, warum? Das ist wie im Steuerrecht. Da verbietet man hier was und dann wird das nützt nichts. Also dann wird da was anderes gemacht. Also damit kommt man an die Sache nicht ran, wenn man irgendwas versucht zu verbieten. Das wird so kompliziert. Und was dann genau verboten wird und so weiter. Also ich halte von Verboten generell, die sollte man nur dann einsetzen, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Und hier halte ich sie sogar für nicht zielführend, weil man sowieso sie umgehen kann. Vielleicht ähnlich bei Punkt 8. Transparente Bilanzierung, insbesondere die Rücknahme der Erlaubnis, gewisse Risiken außerbilanziell zu führen, zum Beispiel in Zweckgesellschaften, die als Verkaufskanäle für strukturierte Wertpapiere dienen. Darüber hinaus auch strengere Vorgaben für andere Schattenbanken wie Hedgefonds. Also jetzt abgesehen vom letzten mit den Vorgaben, das ist wieder zu allgemein geschwurbelt. Transparenz über Bilanzen, selbstverständlich, ja, plus eins. Ne? Und je weniger man verstecken kann, desto besser. Also da finde ich, im Gegensatz zur vorhergehenden Forderung, das finde ich sehr gut. Punkt 9a. Die Eigenkapitalausstattung der Banken gemäß Übergang von Regelwerk Basel II zu Basel III zu erhöhen, einschließlich den Mindestreservesatz erhöhen. Ja, also die Eigenkapitalanforderungen werden ja schon erhöht. Die sollte man weiter erhöhen, selbstverständlich. Denn das, was gemacht wird jetzt, ist meiner Ansicht nach noch nicht ausreichend. Es wird ja auch immer nur von dieser Kernkapitalquote geredet. Und das ist ja der größte Humbug, weil dann Staatsanleihen gar nicht zählen. Das machen die Staaten ja aus eigenem Interesse. Die sagen, also wenn ihr Staatsanleihen kauft, dann braucht ihr darauf kein Eigenkapital halten. Und das ist ja schon mal der größte Schwachsinn, den man sich vorstellen kann. Das haben wir hier in der Gruppe auch immer schon festgestellt, dass da überhaupt kein Eigenkapital zurückgelegt werden muss, sondern einfach nur null. Der Mindestreservesatz, der spielt ja heutzutage eigentlich überhaupt keine Rolle mehr, oder? Bitte, jetzt müssen wir ganz scharf trennen zwischen Kapital und Mindestreserve. Mindestreserve dient der Liquidität, Kapital dient der Vorbeugung der Überschuldung. Beides können Konkursgründe sein, aber sind unterschiedlicher Art. Liquidität heißt, ich muss jederzeit zahlungsfähig sein, dafür dient die Mindestreserve. Klar, die haben wir bei 0,x. Ne? Das ist aber das Teilreservesystem der Banken. Da gibt es ja Vorschläge, das auf 100% hochzufahren. Ne? Und Eigenkapital hat damit jetzt nicht direkt zu tun. Eigenkapital heißt, man soll langfristig eine Überschuldung vermeiden. Ich habe das auch nur dahingehend gemeint, dass Eigenkapitalerhöhung von Basel 2 zu 3 oder anderen Regelungen wie in der Schweiz, wo ja noch dann national anders gestrickt wurden, bisher die Banken, wie gesagt, zwingen können, bei der Kreditvergabe zurückhaltender zu sein. Aber der Mindestreservesatz, da haben Sie vollkommen recht, der ist ja von der Zentralbank. Hat die Zentralbank heute überhaupt noch bei den Geldschöpfungsraten der Geschäftsbanken überhaupt noch eine Möglichkeit, die zu kontrollieren? Das Problem in Anführungsstrichen war ja das, dass die Mindestreserven immer kleiner wurden, weil die Banken gar kein Zentralbankgeld mehr benötigt haben. Warum nicht? Weil die Banken ihr eigenes, ich nenne es in der Bankengeld, geschaffen haben. Das heißt, sie haben sich untereinander, die Banken untereinander, Kredite gegeben, auf Teufel komm raus. Und je mehr die sich Kredite geben, desto weniger Zentralbankgeld brauchen sie. Ich nehme es mal an einem einfachen Beispiel. Normalerweise, wenn ich Ihnen 1.000 Euro überweise, müsste ja diese 1.000 Euro dann, wenn es von der Deutschen Bank zur Commerzbank geht, müsste die Deutsche Bank an die Commerzbank 1.000 Euro Zentralbankgeld gleichzeitig überweisen. Das muss sie dann nicht, wenn die Empfängerbank sagt, nö, ich gebe dir einen Kredit, du kannst bei mir anschreiben. Das heißt, es geht vieles immer mehr ohne Zentralbankgeld. Und genau deswegen sind die Mindestreserven gesenkt worden, weil sie ohnehin nicht mehr gebraucht worden sind. Das Problem löst sich aber dann, jetzt haben wir eine gegenteilige Entwicklung, wenn sich die Banken weniger vertrauen und sich weniger Kredit geben, in dem Moment wird wieder mehr Zentralbankgeld gebraucht. Und das haben wir im Moment ist das ja der Fall. Deswegen haben die Zentralbanken ja ihre Geldproduktion erhöht und haben jetzt mehr Zentralbankgeld in Umlauf im Verhältnis zu dem Geld, was die Geschäftsbanken in Umlauf gebracht haben.
Das natürlich zu Vorzugskonditionen, wie sie noch nie gegeben wurden, auf 3 Jahre und mit 1%. Aber nochmal, haben Sie die Möglichkeit oder haben Sie überhaupt Daten über den Interbankenmarkt, den Sie eben beschrieben haben? Dieses interne Gearing zwischen den Geschäftsbanken, wo Sie praktisch dann dieses Zentralbankgeld nicht untereinander handeln müssen. Gibt es da irgendwo Statistiken und Daten, die man bekommen kann? Also das Clearing spielt da, das normale Clearing spielt da weniger eine Rolle. Das geschieht ja über die Clearing-Systeme und da muss dann am Tagesende wohl tatsächlich immer mit Zentralbankgeld ausgeglichen werden. Aber Großtransaktionen sind hier das Maßgebende, die Wertpapiertransaktionen unter den Banken. Da brauchen wir keine Statistik sich groß angucken. Da gucken Sie mal im Internet unter den Bundesbankstatistiken, ja. Da sehen Sie, ich weiß nicht, ob Sie dieses Tool der Bundesbank kennen, wo man die Zeitreihen heraussuchen kann für die einzelnen Positionen der Gesamtbankbilanz. Kennen Sie das? Ich persönlich nicht, vielleicht ein oder andere in unserer Gruppe, aber ich arbeite mich da bestimmt in Zukunft nochmal mit ein, im Augenblick noch nicht. Gut, da kann man ganz leicht erkennen, wie hoch dieses Zentralbankgeld im Moment ist. Das sind nämlich dann die Positionen auf der Passivseite, die Position Verbindlichkeiten gegenüber anderen Banken. Das heißt, Verbindlichkeiten der Banken gegenüber anderen Banken. Und das hat eine Größenordnung erreicht von ca. 2 Billionen Euro. Im Moment in Deutschland alleine, in dieser Bundesbankbilanz. Auf der Gegenseite natürlich gibt es entsprechende Forderungen, auch von 2 Billionen Euro. Aber da sieht man ungefähr die Größenordnung, die dieses im Moment hat. Vielen Dank für diese Information. Punkt 10. Ein Liquiditätsvorrat für mindestens 20 Tage. Also im Prinzip reden wir jetzt darüber, wie führt man ein gutes Bankgeschäft. Also seriöse Banker machen sowas sowieso. Die gucken, dass sie genügend Liquidität haben, die gucken, dass die Kapitalrelationen stimmen. Das sind halt die unseriösen Banker oder die es nicht besser wissen. Denen sollte man hier auf die Finger gucken. Aber ich sag mal, wenn da sowas nötig ist, dann tut es mir eigentlich leid um das Bankgewerbe generell. Okay, also setzen wir eine +1. Wie war nochmal die Formulierung genau? Liquiditätsvorrat für mindestens 20 Tage vorhalten. Liquiditätsvorrat heißt ja normalerweise, das heißt ja Zentralbankgeld. Das Zentralbankgeld, das hat man in der Bilanz oder man hat es nicht. Für wie lange, verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch nicht ganz, aber gehen wir zum nächsten Punkt. 11. Einer Kreditvergabebremse in Form einer maximalen Quote der ausstehenden Darlehen zum Kernkapital und zu Posten im Handelsbuch einer Bank. +1, wenn man Bankenpleiten vermeiden will. -1, weil man dadurch die Kreditvergabe einschränkt. Also letztendlich vielleicht eine 0. 12. Ein Trennbankensystem einzuführen, wie es zum ersten Mal 1933 in Form des US-amerikanischen Glass-Steagall Acts eingeführt worden war und zum Ziel hatte, die harmlosen Deposit- und Darlehensbanken, Klammer Geschäftsbanken, gegenüber den gefährlicheren Investmentbanken zu schützen. Einen solchen neuerlichen Vorschlag hat 2011 insbesondere die britische Independent Commission on Banking, die Vickers-Kommission, gemacht. +1. Die Einführung von Abwicklungsplänen, gleichsam Geschäftsstatementen, die in guten Zeiten verfasst werden, um im Fall eines Konkurses ein geordnetes Abwicklungsverfahren zu ermöglichen, das ohne staatliche Rettungsmaßnahmen und Steuergelder durchgeführt werden kann. Ja, +1 wird ja im Moment vorbereitet, ne? So, da wären wir jetzt mit diesen 13 Fragen doch relativ schnell durchgekommen. Gibt es dazu noch Fragen? Fangen wir mal mit Rudi an. Nicht speziell zu den 13 Fragen, aber während wir hier sehr interessiert zuhören, und das tue ich wirklich, lese ich trotzdem parallel die Mailingliste, die wir haben. Und hier ging vor einer halben Stunde eine Mail ein und da kam eine Frage von einem, der wohl heute nicht hier ist, aber der auf der Mailingliste schreibt. Und zwar geht es um das Thema nochmal Guthabenzinsen, Kreditzinsen. Und zwar fragt er, wenn denn die Guthabenzinsen für die Banken eigentlich nur Kosten darstellen, und die Banken das Geld selbst schöpfen, warum vergeben sie überhaupt noch Guthabenzinsen? Brauchen sie ja nicht. Also Banken brauchen aus 2 Gründen Einlagen. Und damit natürlich auch, um die Einlagen zu kriegen, müssen sie ja den Leuten einen Zins bieten. Also muss ja attraktiv sein für die Leute, die Einlagen zu ihnen zu schaffen. Der erste Punkt ist, mit den Einlagen kommen sie ja an Zentralbankgeld. Weil, wenn ich eine Einlage normalerweise von einer Bank zur anderen überweise,
gibt das Zentralbankgeld und wandert ja unten mit, wenn nicht Interbankengeld geschaffen wird. Das heißt, wenn die Bank nicht sagt, hier aber brauchst nicht zahlen. Aber das passiert im Prinzip nur bei den Großüberweisungen. Zum Zweiten brauchen Banken Einlagen, um die Fristenkongruenz zwischen den beiden Bilanzseiten herzustellen. Ich will es mal ganz kurz erklären. Wenn eine Bank einen Kredit gibt, braucht sie damit ja gleichzeitig dieses Geld. Also nehmen wir an 10.000 Euro, hat sie eine 10.000 Euro Forderung auf der Aktivseite, gleichzeitig 10.000 Euro ein Kontoguthaben des Kreditnehmers auf der Passivseite. Die Bank hat also, nehmen wir an, der Kredit läuft 5 Jahre, hat also einen auf der Aktivseite eine Forderung, die erst in 5 Jahren fällig wird, hat gleichzeitig auf der Passivseite aber eine Verbindlichkeit, die sofort fällig wird. Ist sie eingegangen, weil normalerweise der Kreditnehmer ja das Geld sofort irgendwo anders hin überweist. So, das ist eben keine Fristenkonkurrenz. Und so können Banken pleite gehen, wenn sie nämlich auf der Passivseite kurzfristige Schulden haben und auf der Aktivseite hauptsächlich langfristige Forderungen. Und um das auszugleichen, brauchen sie Einlagen, die ja meistens längerfristig sind. Deswegen holen sie die rein. Das ist der zweite Grund. Ja, ich danke für die Antwort. Ich versuche das Worten auf der Mailingliste dann auch so zu schreiben. Vielen Dank. Das wird wahrscheinlich, ob Sie das jetzt so richtig schreiben können, soll mich doch derjenige einfach mal kurz anmailen. Ich kann ihm das dann einfach schriftlich nochmal rüberbringen. Geht das? Das werde ich ihm schreiben. Da freut er sich. Ja, soll er machen. So, jetzt haben wir den Systemfrager noch da. Hast du eine konkrete kurze Frage noch? Es geht um eine sozusagen technische Frage, Herr Brichter. Mit ihr will ich eine prinzipielle Frage beantworten, die sehr oft in der Mailingliste vorkommt. Ich knüpfe auf Ihren Artikel, beim Geld geht es um die Wurst. Vielleicht erinnern Sie sich. Dort verkaufen Sie einen Wagen und nehmen wir an, ich bin derjenige, der diesen Wagen kauft. Sie sind in einer Bank und ich bin in einer anderen. Und nehmen wir an, der Tag ist so fortgeschritten. Am Nachmittag wurde mir gemeldet von meiner Bank, dass ich 10.000 Euro habe, die sie verlangen, und dass ich diese 10.000 als Kredit bekomme. Und ich sage meiner Bank, ja, ganz irgendwo am Abend komme ich vorbei. Nun, das ist schon kurz bevor die Bank schließt, aber ich komme noch rechtzeitig und wenn ich dort gekommen bin, in der Bank, hat sich zufällig so ergeben, dass die Geldzuflüsse und Geldabflüsse gleich waren. Also Geldinputs und Geldoutputs, die die Bank in diesem Tag hatte, die haben sich ausgeglichen. Nun, es ist so, ich sage dann meiner Bank, bitte überweisen Sie, Herr Brichter, diese 10.000. Und die Bank macht das und dann am Abend hat die Bank eine Situation, dass ihre Outputs um 10.000 Euro kleiner sind als Inputs. So, jetzt meine Frage. Was macht der Chef am Abend, Chef dieser Bank? Ist es so, dass er sagen kann, aha, gut, ich habe minus 10.000, ach, wen interessiert das? Und morgen vielleicht kommt ein anderer, dann sind es 20.000, ach, das interessiert niemanden. Am Freitag sind es 50.000 minus. Geht es so bei einer Bank? Also das ist eine ganz technische Frage sozusagen. Etwas, was ein Manager oder ein Chef ganz bestimmt gut kennt, aber ich kenne ihn es nicht und deshalb frage ich es. Das läuft nicht so. Also er muss dann, wenn er die 10.000 Euro Abfluss hat, Nettoabfluss, muss er sich das Geld normalerweise beschaffen bei der Zentralbank. Und sagen hier, oder bei einer anderen Geschäftsbank, die ihm 10.000 Euro Zentralbankgeld gibt oder leiht, um diese Überweisung dann auch ausführen zu können. Also er muss taggleich immer alles glattstellen. Wenn es eine kleine Überweisung ist, bei 10.000 Euro braucht er Zentralbankgeld. Wenn es eine große Überweisung ist von 20, 30 Millionen oder was, kann er auch die Bank, an die das Geld fließt, fragen, gibst du mir einen Kredit? Also lässt du anschreiben und das ist dann das Interbankengeld. So läuft das. So, ich komme jetzt zum Block Top 2a, Reformen statt Fixpacks. Arne formuliert das. Ja, okay, bist ja gerade da. Dann mach bitte selber. Herr Brichter, ich bin erstaunt. Irgendwo habe ich den Eindruck, sind Sie im Grunde Ihres Herzens doch auch ein Stück weit Pirat.
weil die Ideen und auch die Konsequenzen, die gehen ja schon sehr in Richtung, die wir auch diskutieren. Und zwar das, der erste Punkt. Ist die politische Angstneurose gegenüber Finanzmärkten und Anlegern überhaupt gerechtfertigt? Anleger verlassen Deutschland, wenn die Politik die Anleger- und Kapitalmärkte nicht mit Samthandschuhen anfasst etc. Oder allein die Tatsache, dass jeder Lottospieler 20% Wettsteuer bezahlt, während der Derivatspieler keine Wettsteuer bezahlt und darüber hinaus die ganze Welt aufs Spiel setzt. Meine These hier ist, wir brauchen letztendlich keine Anleger, sondern nur Unternehmen mit guten und rentierlichen Ideen, weil die guten und rentierlichen Ideen sich auch mit Fremdkapital finanzieren lassen. Und das für große Unternehmen, Aktiengesellschaften, kann man sagen, ist auch das Eigenkapital Fremdkapital, das lediglich seine Zinsen in Anführungszeichen in Form von Dividenden bekommt. Wir brauchen doch selbstverständlich Anleger dazu, weil das Geld ja von der Bank kommt, die Bank wiederum dann eben die Anleger auf ihrer Bilanz hat. Also Anleger brauchen wir doch auch. Ich verstehe jetzt nicht ganz. Die Banken schöpfen ja die Kredite. Trotzdem, wir haben doch gerade gesagt, sie brauchen trotzdem die Einlagen aus gewissen Gründen. Also auch die Anleger, die diese Einlagen halten. In dem Punkt bin ich eigentlich anderer Meinung. Ich denke, die Einlagen der Banken oder die Zinsen für die Einlagen zahlen die Banken in erster Linie deshalb, dass diese Einlagen nicht das Territorium der Geschäftsbank verlässt, weil sie es dann mit Zentralbankgeld oder mit anderem Geld bezahlen muss. Aber Sie brauchen die Einlagen und damit brauchen Sie Anleger. Und klar, und um die Einlagen zu halten, zahlen Sie Zinsen. Genau das ist der Punkt. Aber nehmen wir mal an, alle Anleger verlassen Deutschland. Nehmen wir mal an. Dann haben die Banken ja die Möglichkeit, praktisch neues Geld zu schöpfen. Und genau dieses neu geschöpfte Geld könnten Sie dann den Unternehmen zur Verfügung stellen. Wenn alle Anleger Deutschland verlassen, die deutschen Banken, sind die pleite. Weil die haben ja gar nicht das nötige Zentralbankgeld, um die ganzen Überweisungen ins Ausland zu tätigen. Das ist ja wegen Griechenland. Die überweisen alle Geld jetzt nach Deutschland und die griechischen Banken wären pleite. Aber sie werden natürlich von der dortigen Notenbank gestützt. Nur das hält das System am Laufen. Also das geht nicht. Die Frage ist damit beantwortet. Ich käme dann praktisch zu dem Punkt Reformen, dass man sagt, alle Ansprüche auf Geld, das wäre meine Definition von Geld, die dann erfasst vom Chiralgeld bis zu den Derivaten, dass die nur dann rechtsgültig sind, wenn sie als gebuchte Rechte bei der Zentralbank gebucht werden. Alle neue Ansprüche werden dann mit einem Geldschöpfungszins belastet. Dadurch fällt der Geldschöpfungsgewinn, angefangen beim Chiralgeld bis zum Derivat, bei der Zentralbank an. Darüber hinaus kann die Zentralbank endlich die Geldmenge in den Griff bekommen. Also ist das jetzt eher ein Huber-Vorschlag? Der Vorschlag wäre wirklich weitgehend, weil ich denke, es ist nicht das 1% Zentralbankgeld, das von dem die Gefahr ausgeht, sondern es ist die ganze Geldmenge oder was heute man Finanzinstrumente bezeichnet. Ja, klar. Sie lösen das Problem in dieser Sache ja nicht, dass Sie nur der Zentralbank Recht geben, das Geld zu machen. Die würde es dann genauso tun und letztendlich die Geldmenge bleibt trotzdem erhalten. Nicht ganz. Es würde folgender Effekt passieren. Bei jeder Indirektion von Forderungen würde zusätzlich dieser Geldschöpfungszinssatz draufgekommen und das würde dazu führen, dass je weiter eine Geldschöpfung weg ist vom Ursprung, desto weniger würde sich rentieren. Das heißt, dass Ketten von Forderungen, die heutzutage bei den strukturierten Produkten ja über 40 Stationen gehen können, dass die wären dann, wenn man mit 1% anlegt, mit 40% belastet. Das heißt, die könnten automatisch gar nicht mehr entstehen. Der ganz normale Kredit an eine Nichtbank, das wäre dann der rentierlichste Kredit in solch einer Reform. Muss ich ehrlich gestehen, habe ich jetzt, da es auch teilweise der Audioton unterbrochen war, nicht richtig verstanden, nicht richtig mitbekommen. Herr Brichter, vielleicht kann man das auch auf dem schriftlichen Wege dann anschließend nacharbeiten. Insgesamt ist aber in der AG Geldordnung ein gewisser Konsens hergestellt, dass man glaubt, dass die Finanzierung der Staaten nicht mehr über den Umweg über die Geschäftsbanken, die dann die Staatsanleihen praktisch ausgeben, gemacht werden soll, sondern dass sie direkt von einer Zentralbank oder Notenbank zu den Staaten gemacht werden soll.
diese aber, wenn möglich, unabhängig organisiert ist oder sogar als ein Verfassungsorgan definiert wird. Haben Sie da prinzipiell einen Einwand dagegen? Mein Einwand wäre, das ist so, wie wenn Sie einen Knochen haben und einen Hund bitten, auf die Knochen aufzupassen. Also Sie glauben nicht an die Unabhängigkeit, an die institutionelle Unabhängigkeit eines Verfassungsorgans Monetative? Schwerlich, ja. Also letztendlich wird dieses Verfassungsorgan, das klingt zwar ganz toll, aber die Notenbanken sind ja jetzt schon so eine Art Organ. Sie werden letztendlich dann das machen, was die Politik ihnen möchte. Und wenn die Politik möchte, macht mehr Geld, dann macht es Geld. Also ich glaube nicht, dass nur allein dadurch, dass man das auf eine Institution verlagert, man das Problem der wachsenden Geldmenge in den Griff bekommen kann. Aber Huber hat hier ausgeführt vor 2 Wochen bei uns, dass damit durch dieses Geldschöpfungsgewinn in der Schweiz über 150% der Staatsschulden, also durch eine einmalige Seigniorage praktisch erhalten werden für den Schweizer Staat. Und bei den Euro-Staaten wäre es im Durchschnitt 50% der jetzigen Staatsverschuldung. Dieser Staatsverschuldung stehen Vermögen, Geldvermögen gegenüber. Denn diejenigen, die Staatsanleihen halten, die haben das als Geldvermögen. So, was würde damit passieren? Also, wenn die Staatsverschuldung, nochmal, die wird ja immer gesagt, die Staatsverschuldung, wenn die wegfällt als in dieser Geld-Schulden-Pyramide, wenn der Staat wegfällt als Schuldner, bricht das alles zusammen. Funktioniert nicht. Das hat übrigens Herr Bofinger heute in dem Untersuchungsausschuss auch gesagt. Er hat gesagt, die Kapitalanleger hätten ja gar keine Anlageform mehr, wenn es keine Staatsanleihen gäbe, hat er heute im Haushaltsausschuss gesagt. So ist es. Die Staatsschulden, die kriegen sie nur runter durch Pleite. Also durch sagen, wir streichen Schulden und wir streichen Vermögen. Also wir zahlen sie nicht zurück. Dann können die Staatsschulden runter. Dann muss aber Geldvermögen und Schulden gleichzeitig gestrichen werden. Diese einseitige, das klingt ganz toll, funktioniert aber nicht. Nächste Frage an Rudi. Ich wollte eigentlich nur kurz sagen, dass ich Ihnen in einem einzigen Punkt heute Abend widersprechen möchte. Und zwar, dass die Zuhörer hier weniger werden. Also wir haben von Anfang an zwischen 40 und 50 und das bleibt auch relativ gleich. Ich ziele den nämlich jedes Mal mit. Ansonsten möchte ich sagen, dass ich mit Ihren Antworten sehr, sehr zufrieden bin. Ja, danke. Nee, das hatte ich nur mal zwischendurch bemerkt. Dann hat er sich links immer hat verlassen. Und da dachte ich, im Moment häuft sich das Verlassen. Die kommen und gehen, Herr Brichter. Okay, jetzt Stefan zuerst. Wäre das, Herr Brichter, wäre das nicht was, wenn man irgendwie diese Schuldenaufnahme, wenn man dann Kreditzinsen so gegen Null drücken könnte? Ja, so durch die Monetative oder so zum Beispiel. Eben nicht, dass die Schuldbehafter das Geld aufnehmen müssen, sondern dass man da versucht, da rauszukommen und dann die Schulden auch doch zurückzahlbar werden, langfristig. Also die Zinsen gegen Null, das passiert ja, werden ja immer geringer, ne, tendenziell. Also von daher ist das auch systemimmanent. Es ist, passiert ja automatisch. Also sie tendieren immer weiter nach unten. Und was war jetzt Ihre konkrete Frage? Das ist doch nach Volkswirtschaft sehr unterschiedlich, oder? Jetzt allein im Euroraum, dass Portugal, Griechenland und so, die doch mit ziemlichen heftigen Marktzinsen da zu kämpfen haben. Ja, aber das hat nichts mit dem Zins, das hat mit dem Risikobestandteil im Zins zu tun. Also der Zins besteht ja aus mehreren Bestandteilen. Das Risiko, also ob ich mein Geld zurückkriege oder nicht, spielt eine Rolle. Und wenn das Risiko steigt, steigt dieser Zinsanteil. Dann gibt es einen Inflationsanteil, also wenn die Inflation hoch ist, muss ich auch das noch ausgeglichen bekommen. Aber wenn ich diese beiden Anteile mal außer Acht lasse, gibt es ja noch einen Anteil, der besagt, ich gebe dir einfach Geld und dafür, dass ich dir es gebe, über ein Jahr lang oder über zwei, möchte ich einen Zins haben. Und dieser Zinsbestandteil, der fällt und das wird jetzt überlagert nur durch den Risikoanteil in Griechenland und Co. Das ist auch sehr interessant, weil ich habe mal da schon, also es gibt ja Helmut Kreuz und Margaret Kennedy, wo das auch so den Zins zerlegt haben in die Bestandteile. Also humane Wirtschaft, da wird das Ganze kommuniziert und also in 4 bis 5 Bestandteile aufgegliedert. Da sehen Sie dann auch, dass das durchaus so relevant ist, wie der Zins zustande kommt, wie sich da zusammensetzt, oder weil eigentlich jetzt in der
Geldordnungsliste sagen da, das ist also gar nicht wirklich so, also in der Praxis wird es nicht so gehandhabt, sondern das sagt die Bank eben, die baut man auf Erfahrungswerte und tut es nicht auseinander dividieren, die also einzelnen, so den Urzins und den Risiko daraus. Ja, natürlich wird das in der Praxis nicht alles auseinandergelegt, aber man kann das ja trotzdem theoretisch auseinanderfriemeln und kann ja sagen, dass es verschiedene Gründe gibt, Zins zu verlangen. Und im Moment überwiegt bei Griechenland eben der Risikoaspekt. Und deswegen ist der Zins so hoch. In den Zeiten, als wir hohe Inflationsraten hatten, in den 70er Jahren, überwog der Inflationsanteil. Da wollte ich Inflationsausgleich haben. Also es gibt immer Bestandteile, die besonders groß sind. Und in Deutschland ist im Moment praktisch weder das Risiko, man sagt, die Bundesanleihen, die werden auf jeden Fall zurückgezahlt, noch die Inflation sehr hoch. Und deswegen ist dieser Urzins, wenn Sie so wollen, der ist im Prinzip sogar schon unter Null in Deutschland. Weil wenn man die Inflation nämlich nimmt, ist der Inflationsausgleich gar nicht mehr gegeben. Das heißt, der Zins ist praktisch schon für Deutsche, für Herrn Schäuble zumindest, ist ja schon unter Null gefallen, dieser Zins, ja. Ist es dann noch ethisch, so einen hohen Zins dann für Griechenland und diese hochverschuldeten Länder jetzt dann so einen hohen Zins da zu verlangen? Oder wie sehen Sie das? Zins hat meiner Ansicht nach mit Ethik jetzt weniger zu tun. Das ist eine Marktgegebenheit. Da kann man jetzt lange drüber streiten, was ist ethisch und was ist nicht ethisch. Es gibt ja Leute, die auch überhaupt darüber diskutieren, ist Zinsnahme überhaupt ethisch? Ja, aber darauf möchte ich mich jetzt nicht einlassen, auf diese Diskussion. Ich möchte mal noch zurückkommen auf Geldschöpfung in Staatshand. Ich stimme mit Ihnen ein, dass es eine sehr schwierige Sache ist, die Geldschöpfung praktisch durch unabhängige Institutionen, die eine Zentralbank werden soll. Aber um Ihr Bild zu gebrauchen, habe ich den Eindruck, dass es im Falle der Geldschöpfung durch den Bankensektor dann eher so ist, wie wenn ein Wolfsrudel auf den Knochen aufpasst. Und ein ganz anderer Aspekt, der mir wichtig erscheint, ist der Geldschöpfungsgewinn. Ich denke, wären die 2 Billionen Chiralgeld, die in Deutschland durch die Geschäftsbanken geschöpft wurden, durch die Zentralbank geschöpft, dann selbst bei 1% wäre das noch ein ordentlicher Zins, der dann ausgeschüttet werden könnte und an den Bund ginge. Der Aspekt sollte nicht übersehen werden. Da haben Sie recht. Andererseits hat die Restriktion, unter der ein Finanzminister oder die Bundesregierung generell oder alle Regierungen stehen, dass das Geld eben nicht so leicht für sie zu haben ist oder auch Zinsen kostet, ja auch vielleicht einen Einfluss in der Richtung, dass man sagt, okay, dann ist man auch ein bisschen sparsamer damit. Also, was ich sagen will, mag ja sein, wenn die Zentralbank noch mehr Geld an den Bund abführen würde, ging es dem besser, müsste vielleicht auch nicht die blöden Banken noch bezahlen. Dafür gäbe es wahrscheinlich auch die Tendenz zu sagen, na, dann geben wir doch noch ein bisschen mehr Geld aus. Also von daher, die Katze beißt sich in den Schwanz, denke ich. Um dir mal eine etwas andere Richtung zu geben, dieser Finanzierung durch eine unabhängige Gewalt. Es ist ja eine Variante zu sagen, der Staat kriegt einfach Geld und es gibt die Wacht darüber, dass er nicht zu viel Geld kriegt. Ich habe eine ganz andere Variante im Kopf, nämlich der Markt wird hier angeblich benötigt, um durch Zinsen Anreize zu setzen, nicht zu viel Schulden zu machen. Der Markt bildet diese Zinsen anhand irgendeiner Form des Algorithmus, wo bestimmte Risikokomponenten einfließen. Dieser Algorithmus, also eine Formel, nach der sich ein Zins errechnet, den könnte man doch wahrscheinlich auch abbilden, ohne dafür die Finanzmärkte zu brauchen. So, wenn man also Komponenten wie Neuverschuldung, Leistungsbilanz, Defizite und so weiter damit einbindet und damit sozusagen auch Zinsanreize schafft, aber versucht auszuschließen, dass diese Zinsdifferenz aus EZB-Geld und Staatsverschuldungszinsen bei den Geschäftsbanken landet.
Also prinzipiell sind wir jetzt mitten auch in einer Diskussion, ob das Konzept von Herrn Huber tauglich ist oder nicht. Ich möchte mich da so ein bisschen rausklingen. Ich sage, dafür ist es jetzt für mich noch viel zu früh. Da kann man gerne drüber diskutieren, kann man auch, unterschiedlicher Ansicht sein. Aber letztendlich, die ganzen Vor- und Nachteile würden meiner Ansicht nach erst zum Vorschein kommen, wenn man es tatsächlich ausprobiert. Leider kann man es nicht im Labor testen. Und deswegen sollte man darüber und das auch mit anderen Konzepten wirklich ausgiebigst vergleichen und noch ein bisschen länger darüber diskutieren. Ich glaube, ich habe mich schlecht ausgedrückt. Ich wollte nicht das Huber-Modell verteidigen. Ich wollte nur darauf hinaus, dass hier auch eine EZB oder eine andere unabhängige Stelle nicht beliebig Geld rauskippt, sondern sagen wir mal, nur damit klar wird, was ich meine, sagt, wir finanzieren die ersten 40% einer Staatsverschuldung zu 1,5% bis 60% zu 2,5% und. Ich wollte nur damit sagen, dass man um unterschiedliche Zinssätze für unterschiedliche Risiken abzubilden, nicht zwingend die Finanzmärkte braucht, weil auch die Finanzmärkte nur irgendeinen Risikoalgorithmus verwenden. Ja gut, aber im Prinzip wollten Sie vielleicht nicht Huber, aber dann Ihr Modell vielleicht dann damit protegieren. Auch das gehört dann eher aber in die Kategorie, lass uns da mal in Ruhe längere Zeit drüber reden und gucken wir mal, ob wir das eine oder andere ausprobieren können, oder? Stimmt, mich interessiert nur, ob Sie denken, dass man realistisch ist, beziehungsweise ob der Gedanke, dass unterschiedliche Zinssätze, die zurzeit von den Märkten gebildet werden, auch durch irgendeine Form von Algorithmus gebildet werden kann und damit dem Geldschöpfung der Banken entzogen wird. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Gibt es da Argumente für oder gegen? Ist ein Algorithmus besser als ein Markt? Das sollte man mal untersuchen, ja? Ich wollte nochmal zurückkommen. Ich glaube, gerade Griechenland zeigt doch, dass die Märkte oder beziehungsweise der private Sektor nicht besser ist. Sonst hätte er doch schon 2001 Griechenland gesagt, jetzt habt ihr so günstige Zinsen wie noch nie. Jetzt baut erstmal eure Haushaltsdefizite ab, bevor ihr neue Schulden macht. Aber es haben ja gerade Banken dazu beigetragen, die Finanzsituation Griechenlands zu verschleiern. Und deshalb denke ich, die Banken geben Kredite, wo immer sie sehen. Die Möglichkeit sehen, dass sie auf irgendeine Weise das Geld zurückbekommen. Und ich glaube, dass Griechenland war praktisch das nächste Opfer nach der Finanzkrise 2008. Ja, da sehen Sie aber, dass beide zusammengearbeitet haben. Die privaten Banken und die Staaten genauso, die öffentlichen Einrichtungen. Das heißt, beide haben hier Hand in Hand, solange es in ihre Richtung ging, schön zusammengearbeitet und haben über ihre Verhältnisse gelebt. Also deswegen, sowohl der Staat als auch die Privaten haben hier Fehler gemacht und deswegen kann man nicht sagen, der eine ist besser als der andere. Und jetzt war ja der Vorschlag wohl, dass man das Ganze einem ganz Neutralen überlässt. Ne? Und da bin ich halt noch nicht so sicher, wie dieser Neutrale dann agieren würde. Ich glaube nicht neutral, sondern eine unabhängige Institution, die im Rahmen der Rechtsordnung operiert. Aber ich glaube, völlig unabhängig, denke ich, ist nicht die Idee. Aber die andere Idee wäre ja noch, dass sich Deutschland, wenn die Geldschöpfung von den Geschäftsbanken zurück zur Zentralbank geht und der Geldschöpfungsgewinn wie bei den Münzen einmalig realisiert werden würde, dann könnte sich Deutschland einigermaßen entschulden. Natürlich würde Nachfälligkeit zurückgezahlt werden, aber der Geldschöpfungsgewinn würde ausreichen, die Staatsschulden abzubezahlen. Staatsschulden abbezahlen mit neu gedrucktem Geld dann quasi. Das würde die Inflation halt fördern. Und dann hat man das Problem, dass die Leute, die das Geld zuerst kriegen, die dann im Vorteil sind, weil da die Inflation noch nicht Platz gegriffen hat. Und diejenigen, die am Ende der Kette sind, dann die Gelackmeierten. Nein, das nicht. Aber es, glaube ich, würde zu weit führen. Es wäre Geldmenge neutral. Es wäre geldmengenneutral hinsichtlich der Geldschöpfung, weil ja lediglich der Geldschöpfungsgewinn analog zum Münzen einmalig realisiert wird, anstatt dauerhaft über die Zinsen. Aber ich glaube, da wäre ich durchaus interessiert, mal diesen Punkt mit Ihnen praktisch per E-Mail oder im Forum zu besprechen. Ja, genau, weil das ist jetzt wirklich, da muss man sich mal richtig reinfriemeln.
weil der Geldschöpfungsgewinn ja auch irgendwo bleibt im privaten Sektor und zur Geldmenge beiträgt. Also das ist dann nur verteilt sozusagen woanders hin. So, als nächstes Rudi. Genau, ich habe schon rausgehört, dass Sie kein großer Freund der monetative Idee von Professor Huber sind. Will ich auch jetzt nicht auf die monetative eingehen, aber es gibt ja noch einen weiteren Aspekt, den er in seiner Vollgeldreform anspricht, und zwar die Ausgliederung der Nichtbankenkonten von den Geschäftsbanken, also aus der Bilanz raus, zu einem sogenannten Vollgeld. Wie stehen Sie dazu? Das betrifft, ich habe ja gesagt, drei Schwächen hat unser Geldsystem. Diese Maßnahme würde die Schwäche des Fractional Banking, also des Teilreservesystems, würde diese Schwäche beheben. Ja. Ja, ich würde sagen, geh mal weiter bei Top 4, bei Frage 22 von Karlsruhe. Herr Brichter, verschiedene Zentralbanken haben in der Vergangenheit zum Mittel von negativen Zinsen gegriffen. Sehen Sie in diesem Mittel eine grundsätzliche Möglichkeit, Probleme der aktuellen Spekulationsblasen zu lösen, ohne Inflation oder Deflation zu provozieren? Wie ich schon mehrmals gesagt habe, tendieren die Zinsen automatisch in Richtung Null oder auch möglicherweise negativ. Die Zentralbanken tun, wenn sie negative Zinsen einführen, haben sie auch schon gemacht über einen Zeitraum, würden sich praktisch damit nur den Gegebenheiten stellen und würden das tun, was im Moment auch adäquat ist. Ja, also ich finde negative Zinsen nichts Schlimmes. Viele meinen ja sogar, also es gibt ja diese Ideen auch von Gesell mit dem Schwundgeld, was ja im Prinzip nichts anderes als negativer Zins ist, würde zumindest dafür sorgen, dass das Geld mehr in Umlauf bleibt und würde die Geldhortung zumindest begrenzen. Ja. Ja, das finde ich interessant, also den Punkt jetzt hier reinbringen, weil mit Gesell ist so eine Schwierigkeit verbunden. Also ich habe mit einem Professor Brodbeck gesprochen, der hatte ihm vorgeworfen, dass es eigentlich mehr darum ging, damals diese Geschäftsbanken zurückzudrängen und diesen Kapitalismus rein in der Realwirtschaft besser führen zu können. Aber das müsste man noch mal ein bisschen ausführen. Also mich überrascht das jetzt, dass Sie selbst Gesell ins Spiel gebracht haben. Ja, ich habe ja nur diesen Aspekt von Gesell ins Spiel gebracht. Gesell, dieses Schwundgeld, was ja auch in den verschiedenen Rio-Geldern ja auch jetzt praktiziert wird, ein Bestandteil ist ja, dass dieses Geld, wenn man es hat, immer weniger wird. Das ist ja nichts anderes als ein negativer Zins. Und der soll dazu beitragen, dass das Geld in Umlauf bleibt. Nur auf diesen Aspekt habe ich jetzt hier abgehoben. Es gibt viele Mitglieder hier in der AG auch, die sagen, dass in einer Krisensituation ein Regiogeld zumindest die Regionen vor einem Totalzusammenbruch bewahren könnte. Wie stehen Sie denn zu diesem Argument? Ja, als Regiogeld ist es ja, wird das ja auch schon praktiziert. Ne? Die Frage ist für mich ja viel interessanter. Okay, Regiogeld, aber wäre das anwendbar auf den gesamten deutschen Raum oder den gesamten Euro-Raum? Und das ist ja das Spannende. Ne? Es gibt ja auch Vorschläge, die sagen, Griechenland soll eine Art Regiogeld einführen. Ne? Also Euro weiter behalten, aber so eine eigene Drachme, die als Regiogeld ist und die dann in Umlauf kommt in Griechenland. Und damit könnte man dort die Wirtschaft wieder ankurbeln. Das deckt sich auch wieder mit Äußerungen von Professor Brodbeck, den ich, wie gesagt, vor einer Woche für ein 45-minütiges Gespräch interviewen konnte. Der hat das genau das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, Spanien, Portugal, Griechenland müssen nicht aus der Eurozone austreten, wenn sie diese zweite Komplementärwährung praktisch verwenden könnten. Interessant, dass Sie auch diesen Vorschlag hier selbst wieder äußern. Ja, ob das, wie gesagt, die Lösung wäre, weiß ich nicht. Der Euro ist trotzdem eine Fehlgeburt, aber damit könnte man zumindest jetzt diesen Wirtschaftsaspekt angehen. Und darunter leiden die Griechen ja im Moment, dass die Wirtschaft nicht läuft, ja. Eben, aber Thema komplementäre Währungen, denke ich da gerade, weil der Euro so eine Fehlgeburt ist und sie denken ja auch, er bricht früher oder später zusammen. Das dann wäre für mich wichtig, dass man leistungsgedeckte Komplementärwährungen dann gerade in Griechenland, Spanien und so weiter, dass man die vor allem versucht voranzutreiben und nicht unbedingt so die konvertierbaren Währungen, wo dann eine Drachme in Euro konvertierbar ist oder so und dann bricht der Euro zusammen oder bricht 50% ein und dann geht es in die Drachme. Ich glaube, das tut sich dann nur verschleppendes Problem und dann ist die komplementäre Währung auch kaputt und ist dann, glaube ich, nichts mehr für den Griechen, also im echten Krisenfall dann auch nicht zu gebrauchen. Deswegen würde ich dann so leistungsgedeckte Währungen halt präferenzieren in dem Punkt. Was verstehen Sie unter leistungsgedeckter Währung?
also durch Arbeit eigene Produktion gedeckte Währungen einen Mehrwert halt schaffe dann und daraus sie der Wert, wenn man so will, der Währung sich quasi ableitet. Und nicht durch halt eine Leitwährung nur, die ja inflationär irgendwie im Fall halt, dass die Weltwirtschaft irgendwie zusammenbricht oder auch nur das Euro-Gebiet, die ja dann auch inflationiert und da irgendwie so zusammenhängt mit der Leitwährung dann. Also so eine leistungsgedeckte, wo dann quasi, ist halt jetzt nicht auf ganz Europa oder so übertragbar, denke ich, sondern eben im kleinen Raum dann, wie es gedacht ist eigentlich, also Regionalwährung, dass man das dann eben noch aufrechterhält, so in der Kommune oder wie sagt man, oder in einem Tauschkreis. Also über eine Deckung haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen gehabt. Das war jetzt nur die Frage, eben dieses Schwundgeld soll dafür sorgen, dass es in Umlauf bleibt. Nur das war jetzt der Aspekt. Ob man jetzt dieses Geld decken kann, ja, mit Leistung und wie das ist eine andere Frage, finde ich jetzt, ja, da habe ich jetzt auch keine spezielle Meinung zu. Ich glaube, das Thema sollten wir auch mal getrennt handeln, haben wir auch vor, Matthias, richtig? Ja. Gehst du weiter mit 23? Kommen die Eurobonds, werden die Märkte Bonds der EZB positiv aufnehmen, sodass die weitergereichten Staatsanleihen durchschnittlich mit sinkenden Zinsen zu rechnen ist? Eurobonds sind aber nicht Bonds der EZB, ne? Doch, so hatte ich das aber gemeint, nicht diese merklischen Bonds, sondern, also wo die Staaten selber haften dafür oder selber die ausgeben können, so rum war es, sondern es waren, glaube ich, auch so Eurobonds im Gespräch, wo die EZB dahinter steht und die selber rausgibt, ne, so als Einheitsanleihe für ganz Europa. Also so gedacht eben, dass die unterschiedlichen Zinsniveaus dann, ja, dass die Märkte halt da eben direkt bei der EZB zu einem, ich weiß nicht, 3% oder so dann eben zahlen. Also Deutschland dann wohl eher etwas mehr, der Zins hochgeht und die südlichen Länder dann entsprechend einen Vorteil haben und also ihr Risiko quasi, dass das Marktrisiko dann nicht mehr so in den Vordergrund tritt, sondern die EZB eben dafür einsteht. Also die Entwicklung ist ja grundsätzlich so, dass die privaten Banken immer mehr in die Bredouille kommen. Dann haben Staaten versucht, diese Banken zu stützen und jetzt kommen die Staaten immer mehr in die Bredouille. Das heißt, die genießen kein Vertrauen mehr. Die letzte Bataillon, die jetzt noch in die Schlacht geworfen werden kann, sind sowieso nur noch die Notenbanken und supranationale Organisationen wie der IWF. Die werden jetzt dann sukzessive einen großen Teil dieser ganzen überschüssigen Geld- und Schuldenmengen auf ihre Bilanzen nehmen und nehmen müssen. Das wird sowieso passieren. Ob man das jetzt Eurobonds nennt oder wie auch immer, ist jetzt völlig egal. Das heißt, die letzte Schlacht wird jetzt von den Notenbanken geschlagen, damit das System noch ein paar Jährchen länger überleben kann. Herr Brichter, das passt jetzt auch wieder. Was Sie gerade gesagt haben, ich habe den Herrn Professor Brodbeck, das ist einer der renommiertesten Geldforscher in Deutschland, ehemaliger Professor an der Universität Würzburg, gefragt, was für ihn die zwei wichtigsten Szenarien sind in dieser augenblicklichen Situation, in der wir stecken. Und er hat zwei Szenarien entworfen. Die eine hat er gesagt, es wird zu einer Remonetarisierung der Edelmetalle kommen. Er hat das nicht befürwortet, sondern er hat es rein festgemacht an der Vertrauen, dass die Masse der Bevölkerung in die Papiergeldwährungen verlieren könnte. Mit all den Folgen, die eine, wie gesagt, Remonetarisierung der Edelmetalle bedeuten würde, nämlich, dass sie eine Deflation praktisch bewirken würden, wenn sie alleinig an die Stelle treten würden, also als Tauschmittel. Das zweite Szenario, hat er gesagt, ist, dass die Schwellenländer oder die BRIC-Staaten versuchen werden, eine eigene parallele Weltleitwährung zu installieren, weil sie diesen Geldpolitiken der OECD-Staaten jetzt im Augenblick hilflos gegenüberstehen. Und dass sich der Währungskrieg erheblich verschärfen wird. Er hat dann das Verhältnis Euro zu Dollar beschrieben als zwei, die aus einem Flugzeug gefallen sind und hat die Angriffe der Amerikaner auf die Eurozone damit erklärt, dass die Amerikaner psychologisch den Euro-Dollar-Wechselkurs ungefähr gleich halten wollen, damit man nicht merkt, dass der Dollar eigentlich an Wert verliert. Insofern sind es aber zwei, die gleichzeitig Richtung Erde fallen. Was halten Sie von diesen zwei Szenarien? Ja, das kann auch eine Mischung aus beiden sein. Ich meine, dass der Goldpreis steigt ja jetzt schon. Das ist ja nichts anderes, als dass die Leute ihr Vertrauen, das zeigt ja, dass die Leute das Vertrauen in die Papierwährung verlieren und in Gold investieren. Und das zeigt auch, dass die Leute, auch die wissenden Anleger in aller Welt, wissen oder ahnen, dass das System zusammenbricht.
wie immer dann eine neue Währung aussehen wird und dass dann man das auch über dann Organisationen wie den EWF organisiert und da vielleicht eine Währung noch hinbastelt, die wiederum aber auch einen hohen Anteil an Gold wahrscheinlich wieder haben wird oder an Rohstoffen, was auch immer. Also ich sehe vielleicht auch eher eine Kombination aus beiden Szenarien möglich. 23a ist ja eigentlich schon beantwortet vorhin. Er hat ja schon geantwortet, dass Negativzinsen nicht problematisch sind. Also ich sehe gerade Piratus und wollte ihn mal fragen, ob er dazu eine Frage stellen möchte. Ja, eher indirekt. Eine sehr grundlegende Frage, die ich im Moment stelle, ist, wie kann ein Staat seine Schulden reduzieren, ohne der Wirtschaft dabei zu schaden? Herr Brichter, sehen Sie da irgendeine Möglichkeit? Nein. Danke, das wollte ich hören. Sollten die Piraten auf die Idee kommen, die Umverteilung in den Griff kriegen zu wollen, denken Sie, dass eine Vermögensteuer besser wäre als eine Erbschaftssteuer oder zum Beispiel die Anhebung des Spitzensteuersatzes? Denken Sie, dass so eine Umverteilung möglich ist, um dieses ja nicht aufzuhaltende Desaster vielleicht doch etwas abzuschwächen? Was heißt abschwächen? Damit verlängern Sie dann den Zusammenbruch. Ist das Ihre Intention, ja? Also könnte man diese Umverteilung nicht durch Rückumverteilung in ein statisches Gleichgewicht bringen? Eine progressive Vermögenssteuer zum Beispiel. Oder eine Erbschaftssteuer, die meinetwegen 80% beträgt, bis auf einen Freibetrag von 1 Million zum Beispiel. Herr Pitcher, ich glaube, der Piratus, wenn ich hier einhaken darf, dahingehend auch, wir haben eine neue Studie von der Boston Consulting Group, die heißt ironischerweise Project Mesopotamia und sie schlägt vor, eine 34 oder 35-prozentige einmalige Vermögensabgabe an alle Vermögenden über einem Schwellwert in dieser Welt, um die Schuldenproblematik der OECD-Länder zu lösen. Es geht ungefähr in die gleiche Richtung wie deine Frage, Piratus. Halber Weg, dann soll man es doch richtig machen. Warum braucht man überhaupt ab einer gewissen Größe noch privates Vermögen? Wo die Grenze dann liegen mag, weiß ich nicht. Ob 1 Milliarde Euro oder 500 Millionen Euro oder 20 Millionen Euro. Aber irgendwann kann man sagen, man kann irgendwo eine Höchstgrenze ansetzen, wo einer noch ein Privatvermögen haben darf und der Rest wird eingezogen. Fertig. Das lässt sich natürlich nicht durchsetzen, weil dann die Leute, ich meine nicht ad hoc vor allen Dingen, weil die Leute dann erstmal in Länder gehen, in denen das nicht so ist, ne? So, und dann, ja, das ist eine Frage der Praktikabilität. Nun gut, aber Immobilien und Produktionsvermögen können nicht mitgenommen werden, Herr Brichter, insofern ist das ein bisschen entschärft. Das stimmt, ja. Aber da reden wir über eine andere Gesellschaftsordnung und das auch das gehört gründlichst überlegt, Vor- und Nachteile. Aber dass Sie hier Höchstgrenzen an Vermögen oder vielleicht sogar ein Einkommen hier genannt haben, erinnert mich doch sehr stark an die 30er Jahre, wo der Präsident Roosevelt nichts anderes gemacht hat. Naja, ich habe ja auch gesagt, dass ein Problem darin liegt, dass die Geldvermögen immer größer werden. Ja? Und wie kann man das verhindern, dass die Geldvermögen immer größer werden? Indem man sie ab einem gewissen Punkt abschneidet. Ja, ja, sehr spannend. Da sind wir wieder beim Paradigmenwechsel. Aber das ist jetzt nur, das soll jetzt nicht als Fürsprache dafür gewertet werden, sondern es ist eine Idee einfach, ne? Und dann in diese Richtung kann man einfach mal denken. So wollte ich das ausdrücken. Ich sehe das auch, die Freiheit ist ja gewährleistet. Es gibt Mindestlohn und es gibt eine Höchstmenge. Und dazwischen spielt sich die Freiheit ab. Eigentlich ist der Spielraum für Freiheit dann immer noch wirklich groß genug. Und man muss da keine Angst haben von irgendwelchen sozialistischen Utopien. Ich bin aber trotzdem sehr überrascht, von Ihnen sowas zu hören, Herr Brichter. Ich hätte gedacht, wenn man sowas äußert, dann ist man in der ganz, ganz linken Ecke. Das ist eben das Schöne. Ich bin weder links noch rechts noch sonst was. Ich gehe einfach nach. Und man kann über Dinge nachdenken. Das ist alles. Und man kann sie ansprechen und aussprechen. Das heißt ja noch lange nicht, dass man es jetzt so machen muss. Aber nachdenken über sowas kann man doch, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, glaube ich, der Tenor in unserem ganzen AG-Geldordnung. Das finde ich ganz klasse, eben Freidenken mehr und das einfach mal kommunizieren und ein bisschen Feedback einholen. Muss dann nicht alles gleich politisch hier angeprangert oder sonst was mehr. Ja, manche Leute haben einfach Denkblockaden oder die gewisse Dinge, da wird nicht drüber geredet, auch was den Zins zum Beispiel anbelangt. Viele Wissenschaftler, die denken gar nicht mal darüber nach, über die Vor- und Nachteile, die dieses hat. Genauso wie die Vermögenssache. Also ich finde, man soll über alles nachdenken und man kann auch über alles reden.
Aber wie gesagt, die Wirtschaftswissenschaft hat sich in den letzten 40 Jahren eingeigelt und hat durch ihre führenden Journale, in denen die Wissenschaftler veröffentlichen durften, gar keine Fremdmeinungen, Alternativmeinungen mehr zugelassen. Keiner hat es besser beschrieben als Norbert Hering. Das ist ein Redakteur beim Handelsblatt, der zusammen mit Olaf Storbeck ein Buch geschrieben hat, Ökonomie 2.0 und dann noch Markt und Macht. Und er hat es darin sehr schön beschrieben, erst jetzt, die Krise lässt es überhaupt wieder zu, die letzten 4 Jahre, dass überhaupt freier und auch außerhalb des bestehenden Paradigmas wieder gedacht werden kann. Ich habe gerade mal eine ganz andere Frage, wenn ich die einwerfen darf. Mir fällt auf, dass es hier nur Männer gibt. Seid ihr eine Männerpartei? An Frauen jetzt sofort ins Zahlenmikrofon. Bei den Zuhörerinnen, also da sind auch einige innen dabei. Also dann, ja. Ich habe aber auch noch eine Frage zur Ethik. Das wollten Sie gerne ausschließen oder Sie wollten das jetzt heute nicht diskutieren. Mein Grundgedanke ist immer, muss denn ein Geldsystem, also wenn man über eine neue Geldsystemordnung nachdenkt, muss die immer profitorientiert sein? Könnte die nicht so ganz grundsätzlich, wenn man über Paradigmenwechsel auch nachdenkt, gemeinwohlorientiert sein? Also das ist für mich ein Schlagwort, da würde ich gerne von Ihnen noch was hören dazu. Also ganz grundsätzlich kann man darüber nachdenken, dass Geld ja was ist, was als Infrastruktur vielleicht auch eine staatliche Aufgabe hat. Denn Geld ist wie eine Autobahn dazu da, um die Wirtschaft in Gang zu halten, ne? Und man kann bei der Autobahn darüber reden, ob die staatlich oder privat sein soll, bei einer Eisenbahn und, genauso beim Geld. Und Geld ist ja jetzt im Moment eben auch so in Teil staatlich, Teil oder Großteil in privater Hand. Und da kann man sich wirklich überlegen, ob man das nicht vollkommen in staatlicher Hand gibt, mit den besprochenen Nach- und Vorteilen. Aber wie gesagt, darüber habe ich mir noch keine abschließende Meinung gebildet. Wir sind gerade dabei, das zu tun. Ja, aber das dauert doch noch, oder? Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ein Konsens Richtung einer Staatsfinanzierung schon relativ weit gediehen ist. In anderen Fragen sind wir noch in der Diskussion, aber wir müssen uns sputen, weil wir eigentlich bis zum nächsten Bundesparteitag einigermaßen ein Meinungsbild fertig haben wollen. Ich glaube auch, Geldschöpfung in Staatshand war einer der Konsenspunkte. Und ich denke auch, wir müssen uns spuren, die Leute wollen ja, dass wir langsam liefern. Ich denke aber, was sich auch herauskristallisiert, ist, dass Komplementärwährungen durchaus sinnvoll sind. Aber jetzt wollte ich mir doch Ranja Ihre Frage stellen. Ja, danke schön. Ich wollte fragen den Herrn Brichter, was er von dem Konzept, das zum Beispiel Professor Hörmann angebracht hat, mit, dass man im Prinzip Geld gar nicht mehr als Geld in dem Sinn hat, sondern nur noch als Zahleinheit, vielleicht sogar auch zeitorientiert, ob er davon schon gehört hat und was er dazu meint. Davon habe ich jetzt noch nichts gehört. Ich habe aber heute gerade von einem interessanten Projekt gehört, einem interessanten Vorschlag, der Antigeld heißt. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon was gehört haben. Der besagt, dass man nicht nur Geld haben sollte, sondern möglicherweise, wie in der, das kommt aus der Physik, der Vorschlag, Materie und Antimaterie, Geld und Antigeld. Das heißt, dass man keine Schulden mehr aufnehmen muss, sondern man kann mit Geld bezahlen oder mit Antigeld. Aber Antigeld bedeutet, man verschuldet sich damit und man muss praktisch dieses Antigeld wieder irgendwann mal in Geld zurückzahlen. Ich fand es mal einen interessanten Aspekt. Also, aber das soll nur heißen, es gibt so viele Vorschläge, Geldordnung ändern, was kann man besser, was kann man anders machen. Ich finde, wir sind da erst am Anfang und ich glaube auch bei den Piraten selbst wird ja auch so heiß diskutiert über die verschiedenen Möglichkeiten. Das ist für mich alles noch sehr, sehr unausgegoren und wirklich noch ganz, ganz am Anfang. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz sagen, dass wir jetzt bestimmt 60 bis 65 Zuhörer haben, Herr Brichter. Also desto länger der Abend dauert, desto besser wird die Zuhörerzahl. Für einen Fernsehsender oder einen Rundfunksender ist das ganz toll, weil die Verlaufsquote immer eine Rolle spielt. Ich finde es auch besser, wenn man niedrig anfängt und hoch endet, als umgekehrt. Ich wollte noch fragen, ob bei den Piraten Professor Hörmann bekannt ist. Ja, aber da gibt's eine gewisse Einschränkung. Der ist ja, zum Beispiel hat sich sein Buchgefährte Ottmar Bregetter von ihm am 5.11. distanziert. Da kannst du mal eine Presseerklärung lesen, die ich dir gerne zur Verfügung stellen kann, wenn dich das interessiert. Also das möchte ich jetzt nicht weiter hier vertiefen. Vom System her ist es im Prinzip eine Leistungsverrechnungszentrale, die über Computer läuft. Und es ist im Prinzip das, was Stefan vorhin meinte, ein leistungsgedecktes Geld. Also die Geldschöpfung findet in dem Moment statt, wo zwei Personen zusammen ein Geschäft machen
und der eine ist dann eben im Plus und der andere im Minus. Also das mal so ganz verkürzt dargestellt, was der Hörmann propagiert. Darf ich kurz mal was einwerfen? Generell zu diesen ganzen Diskussionen. Man muss hier beachten, dass man hier fernab von jeglichem Verständnis der breiten Bevölkerung diskutiert. Und man wird nie ein neues Geld, eine neue Geldordnung einführen können, wenn die Bevölkerung gar nicht versteht, worum es da geht. Und das alles ist so kompliziert, auch mit Fachbegriffen behaftet, dass ich meine, bevor man über das redet, muss man die Bevölkerung erstmal aufklären, wie die gegenwärtige Geldordnung funktioniert. Und erst wenn ein Großteil der Bevölkerung, und ich sag mal so roundabout 8%, Bescheid wissen und wissen überhaupt, wo sind die Vor- und wo sind die Nachteile, wo hapert's, dann kann man erstmal daran gehen und diese Diskussion, die hier schon geführt wird, auch mal in einem breiten Rahmen führen. Denn das ist so gut wie sicher, wenn ihr auch dann als Piraten Vorschläge machen werdet und das in irgendwelchen Programmen habt, ein Großteil der Bevölkerung wird das gar nicht verstehen und wird nur den Kopf schütteln. Herr Brichter, da gebe ich Ihnen hundertprozentig recht und das ist auch mit die Intention dieser AG. Dieses ganze Thema Geld, Geldschöpfung und alles, was dazugehört, in die breite öffentliche und vor allen Dingen auch in die politische Diskussion zu bringen. Das haben sich eigentlich alle hier auf die Fahne geschrieben. Es beginnt einfach bei diesem alten Märchen, dass die Banken nur das Geld verleihen, was sie von den Sparern bekommen. Das ist ja schon mal das ganz Grundlegendste, wo wir dran zu knabbern haben, dass wir denen alle erstmal erklären, dass das eigentlich mittlerweile oder schon seit längerer Zeit ganz anders läuft. Ich würde jetzt statt, weiß nicht, weitere Fragen noch vorlesen, doch lieber all die Zuhörer motivieren, an das Saalmikrofon zu kommen und Fragen zu stellen und so doch ein bisschen noch vorwärts zu kommen. So, dann als erstes Hagen. Ich habe eine Frage bezüglich Tauschmittel und Vermögenswert. Es gibt Kritiker, die sagen, der Herr Huber sieht das Geld nur als Tauschmittel. Und im Moment haben wir ein Geld, was einen sehr liquiden Vermögenswert darstellt. Es gibt Kritiker, die sagen, der Herr Huber, der sieht das Geld nur als ein Tauschmittel und er vergisst zu betrachten, dass es auch ein Vermögenswert ist. Ich wollte eigentlich nur wissen, Herr Brichter, wie Sie das sehen, ob Sie da irgendwie ein Problem sehen, ob Sie das einfach, es hat halt die zwei Funktionen und gut ist. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie Sie das sehen. Es gibt natürlich die beiden Funktionen, das dritte noch die Messfunktion, die jetzt nicht so wichtig ist. Ja, doch, die auch wichtig ist. Also diese drei Funktionen hat das Geld ja, beziehungsweise dem Geld werden diese drei Funktionen zugeschrieben. Das hat auch Vor- und Nachteile. Und es gibt auch Argumente dafür, die sagen, mit der Wertaufbewahrungsfunktion ist das Geld überfordert. Und viele Probleme, die wir jetzt haben, basieren ja darauf, dass das Geld nicht nur die Zahlungsmittelfunktion hat, sondern eben auch die Wertaufbewahrungsfunktion. Und wir haben ja selbst darüber geredet am Anfang, über die Geldvermögensbestände, die immer weiter zunehmen. Das ist die Wertaufbewahrung. Und wenn das Geld, ich sag mal ganz plakativ, diese Wertaufbewahrungsfunktion nicht hätte, gäbe es diese Probleme nicht, wobei ich jetzt aber noch keine Lösung dafür habe. Da würde ich ganz gerne mal selber einhaken und eine Zwischenfrage stellen. Ich war gestern bei Occupy in Kunstwerk in Berlin. Der politische Geschäftsführer Johannes Ponada war auf der Bühne, noch Leute vom BGE, Occupy. Und dann wurde aus dem Saal die Frage gestellt, inwieweit unsere AG-Geldordnung oder die Piraten eine Verbindung zum BGE sehen. Ich an der Stelle würde sagen, die Problematik, dass eben gespart wird, hat doch in erster Linie damit zu tun, dass die Leute Angst vor der Zukunft haben. Siehst du das auch so? Also darüber lässt sich trefflich streiten. Der Hortungstrieb, der ist im Menschen auch irgendwo drin, der ist sogar in Tieren ja teilweise drin. Das muss nicht nur Angst vor der Zukunft sein, ja. Es spielt natürlich dann speziell eine Rolle. Wir werden ja auch alle darauf getrimmt, dass es heißt, ihr müsst selbst für eure fürs Alter vorsorgen, sonst geht es euch im Alter schlecht. Das ist natürlich ein Teil auch Angst, aber es ist nicht nur Angst, nein. Genau, also ich habe gefragt, weil eben ein wichtiger Grundzug des BGE eben ist, diese Angstfreiheit herzustellen. Ja, dann machen wir weiter am Saalmikrofon. Rolf Müller. Ja, also ich bin angenehm überrascht, dass Herr Brichter eigentlich die Frage von Hagen schon in diese Richtung interpretieren wollte, wie ich sie jetzt stellen möchte.
in meiner Analyse des Geldsystems bin ich halt in der Tiefe dort angelangt, dass ich die Hypothese jetzt mal formulieren möchte und Herrn Richters Meinung dazu hören, dass Geld die Wertaufbewahrungsfunktion nach den Regeln des gegenwärtigen Systems gar nicht mehr besitzt, sondern dass sie nur dadurch als eine Illusion erscheint, dass diese Illusion omnipräsent ist, dass alle halt den Gebrauch, den ich in dieser Hinsicht dann als einen Missbrauch bezeichnen würde, praktizieren, dass Geld eben Wert aufbewahren könnte. Und ich sehe dann noch einen Schritt weiter, das eigentliche Problem darin, dass halt der Mensch, wenn er außerhalb seiner wertschöpfenden Lebensphase, wo er halt über Löhne und Gehälter unmittelbar halt per Geld direkten Zugriff auf Wertschöpfung der Gesamtgesellschaft erhält, dass eben die anderen Bereiche seines Lebens, Kindheit und Alter, vornehmlich in diesem Gesellschaftssystem halt nicht abgedeckt sind, dass er da keinen unmittelbaren Zugriff, jedenfalls nicht in ausreichendem Maße, auf die gesamtgesellschaftliche Wertschöpfung bekommt, sondern weil es sich eben um eine räuberische Gesellschaft handelt, zwangsläufig halt Geld so als ein Ventil genutzt wird, um so eine Sicherung seiner Existenz zu realisieren. Also zunächst mal ganz im Kern Geldsystem. Meine These ist doch, so wie tatsächlich unser Geldsystem ausgelegt ist, ist keine Wertaufbewahrungsfunktion vorhanden, sondern vielmehr eine Illusion der Wertaufbewahrungsfunktion dadurch, dass sie omnipräsent ist, ja quasi das eine Zeit lang, bis eben die Illusion zusammenbricht, was eben auch so den Reset aller 80 Jahre des Geldsystems über Schwankungen von Finanzblasen zwischendurch dann auch zutage tritt. Okay, ja, grundsätzlich kommt es ja daher, Geld war ja früher mal wirklich was wert. Ja, ob das jetzt ganz früher Muscheln waren, in den Augen der Leute zumindest, die es verwendet haben, oder ob es dann später Gold war oder Silbermünzen, die hatten tatsächlich einen Wert. Und daher kommt auch, dass wir meinen, mit Geld, das muss man auch Werte aufbewahren können. Das konnte man früher, indem man in die Goldmünzen lagerte. Heute hat ja Geld diesen inhärenten Wert nicht mehr. Deswegen will ja die Bundesbank, wir haben ja am Anfang über die Bundesbank gesprochen, dass sie eigenbrötlerisch ist im Vergleich zu anderen Notenbanken der Welt, dafür sorgen die Bundesbank, dass der Geldwert insofern erhalten bleibt, dass man wenig Inflation hat und man für das Geld immer wieder die gleichen Waren bekommt. Das wäre der Wert, den die Bundesbank erhalten will. Ich meine, insofern kann man Geld schon aufbewahren, hat das Geld schon eine Wertaufbewahrungsfunktion jetzt. Ich muss nur die Garantie haben, dass ich in Zukunft dann auch für mein Geld die Waren bekomme, die ich jetzt dafür bekomme. Und das ist das Problem. Und selbstverständlich, und durch diese ganzen Entwicklungen, die wir heute Abend auch diskutiert haben, wird irgendwann dieses wieder auf Null zurückgesetzt. Das könnte man mit einer Goldmünze zum Beispiel nicht machen. Das ist das Problem des gegenwärtigen Geldsystems. Sie sagen jetzt, das Geld, die Wertaufbewahrung ist gar nicht im Geld vorhanden, im jetzigen. Ich sage, in den Köpfen der Leute ist sie schon vorhanden, denn für die kommt es ja nur darauf an, in Zukunft wieder dafür entsprechende Waren oder Dienstleistungen zu bekommen. Und solange die Inflation nicht greift und solange es keine Währungsreform gibt, solange das doch gegeben, oder? Ja, wenn Sie sagen, dass es in den Köpfen vorhanden ist, dann ist es das, was ich damit ausdrücken möchte, dass eine omnipräsente Illusion darüber, dass Geldwertaufbewahrungsfunktion hätte, vorhanden ist. Und ich meine, das ist Ausdruck eines Mangels nach einer berechtigten Bedürfnisbefriedigung, die unzulässigerweise über das Medium Geld
versucht wird zu realisieren. Man braucht eben für dieses berechtigte Interesse eine Lösung, aber Geld ist es nicht. Aber ist diese Illusion, wird auch wahrlich immer in den Köpfen, die kann ja nur in den Köpfen sein. Auch bei Gold war sie immer in den Köpfen, denn Gold hat ja an sich eigentlich auch keinen Wert. Das ist ein dummes Metall, es glänzt halt vielleicht ein bisschen, wenn man es poliert oder sich um die Ohren hängen kann, aber an sich hat das ja auch keinen Wert. Es ist immer wichtig, was macht das menschliche Gehirn daraus? Das ist beim Gold nicht anders. Das ist auch wieder interessant. Gleich kommen die nächsten Fragen. Professor Brodbeck hat auch hier wieder gesagt, wir werden als politische Parteien oder als Organisationen das nicht schaffen, weil wir immer noch nicht verstanden haben, was das Wesen des Geldes eigentlich ist. Was es eigentlich bewirkt hat in den 2.000 oder 3.000 Jahren, seit es gibt. Und insofern ist es fast schon eine philosophische Frage. Als nächste Frage kommen erst Hüßner und dann Karlsruher. Ich wollte eigentlich nur zu diesem Thema auch sagen, dass Geld ist sozusagen die Wertaufbewahrung durch die Zeit ist immer eine Illusion, weil die immer davon abhängt, dass es auch in Zukunft eine Gesellschaft gibt, die Waren zur Verfügung stellt, die man dafür bekommen können wollte. Ja, also egal welches Zahlungsmittel, ist es immer eine gesellschaftliche Vereinbarung überzeugt und damit letztendlich eine Illusion, von der man nicht weiß, ob sie sich realisieren wird. Das ist immer eine Hoffnung, egal ob es ein Kurantgeld ist oder ein sogenanntes leistungsgedecktes oder ein Papiergeld. Das ist immer ganz genau gleichermaßen genau davon abhängig. Genau. Übrigens, alle Fragen, die jetzt nicht in dem Pad noch drankommen werden, weil das werden wir einfach zeitlich nicht mehr schaffen, das dürften ungefähr 10 bis 15 sein, Herr Brichter, die werden wir Ihnen schriftlich einreichen. Wenn Sie die dann schriftlich beantworten könnten, wäre das super. Kein Problem. Eine Frage nochmal zur Euro-Krise. Professor Flassbeck schlägt vor, die Löhne in Deutschland massiv zu erhöhen, um damit die Lohnstückkosten der PIX-Staaten konkurrenzfähig zu machen. Gleichzeitig soll der Binnenmarkt dann in Deutschland entstehen und diese Exportverluste, die dadurch entstehen, ausgleichen. Kann sowas klappen oder wo sehen Sie da Probleme? Das kann nicht klappen. Damit kann der Euro nicht gerettet werden. Ich meine, aber das mit den Löhnen hat es schon zu tun, das ist schon ganz richtig, denn der Wechselkurs hat früher die Aufgabe gehabt, als Ventil zu gelten, wenn es Druck gab zwischen, sage ich mal, Griechenland und Deutschland. Wenn Griechenland eben weniger produktiv war als wir und mehr Geld ausgegeben hat und mehr Schulden gemacht hat, was auch immer, dann hat der Wechselkurs dafür gesorgt, dass die griechische Drachme gefallen ist und dass damit die griechischen Löhne für unsere Verhältnisse zumindest gesunken sind. In Griechenland selbst sind die Löhne natürlich nämlich nicht gesunken und deswegen konnten die weiter wurschteln wie vorher. So, jetzt kann die Drachme nicht mehr fallen und jetzt die Löhne können aber auch nicht fallen in Griechenland. Und jetzt sagt der Herr Flassbeck, toll, dann lasst auch unsere steigen und dann ist das alles gelöst. Humbug, dann, ich meine, das wäre schön, Paradies, klar. Dann hätten wir den Euro gerettet, nur mit steigenden Löhnen bei uns. Also ich habe nichts gegen steigende Löhne generell, aber das ist ja im Prinzip das, was die Griechen vorher gemacht haben. Die haben die Löhne bei sich ungerechtfertigterweise, sag ich mal, von der wirtschaftlichen Produktivität her gesehen, ungerechtfertigterweise zu hoch gesetzt. Und jetzt sollen wir das Gleiche tun, unsere auch hochsetzen. Ja, kann man machen. Dann wäre zumindest eine gewisse Einheit hergestellt. Und genau das ist auch nötig. Eine Währung braucht eine Einheit. Also entweder, ich sag's mal platt, entweder werden wir alle Griechen oder alle Griechen werden so wie Deutsche. Aber so die Griechen können nicht Deutsch und Deutsche können nicht in der Währungsunion. Also, wenn wir Herrn Flassbeck nehmen, müssten wir alle Griechen werden. Wenn ihr das wollt, okay, dann kann man den Euro erhalten. Jetzt muss ich aber den Herrn Flassbeck in Schutz nehmen. Der hat ja mehr geäußert, als nur die Löhne zu erhöhen, sondern eine ganze Menge andere Vorschläge, also insgesamt 10 in seinem letzten Buch gemacht. Ich kenne Herrn Flassbeck, also zumindest, was er denkt, schon länger. Selbstverständlich. Ich meine, Herr Flassbeck ist einer, der kommt eben aus der linken Ecke und der ist immer schon dafür gewesen, dass Löhne hochgesetzt werden und die Löhnenunternehmer weniger kriegen sollen. Von daher, jetzt ist es halt zur Euro-Rettung, aber da hat sich nichts geändert. Herr Flassbeck sagt schon seit Jahrzehnten, die Löhne müssen hoch. Ja, wäre im Falle Deutschland nicht auch berechtigt gewesen oder sogar notwendig? Herr Flassbeck sagt ja auch, zwar die Löhne in Deutschland hoch, aber dann in den anderen Ländern, wie zum Beispiel Griechenland, Spanien und so weiter, moderat senken, um sich wieder anzugleichen. Also ich denke, das muss man dann auch schon im europäischen Kontext sehen. Ja, und wenn man dann die Löhne in China nimmt, dann dürften unsere nicht steigen im Verhältnis. Da gibt es wieder eine andere Entwicklung. Also da gibt es schon mehr, was man beachten muss, ne?
Also meine zweite Frage schlägt eigentlich in die ähnliche Kerbe. Unter der Prämisse, wir wollen jetzt diese Gemeinschaftswährung erhalten, wäre es eine Lösung, wenn man in Deutschland die Industrie abbaut und sie gleichmäßig in Europa aufbaut, um dort sozusagen einheitliche Wirtschaftsräume zu schaffen? Wäre das eine Möglichkeit, um den Euro zu retten? Wie sehen Sie das? Warum wollt ihr den Euro denn überhaupt retten? Ich rede nur von der Möglichkeit. Ich persönlich sehe das auch anders, also sehr ähnlich wie Sie. Der Euro ist doch kein Selbstzweck. Der Euro ist eine Währung. Die Frau Merkel hat da viel mehr draus gemacht. Der Euro sei mehr als eine Währung. Aber damit ist er überfordert. Eine Währung ist eine Währung. Und wenn ein Land da ist, dann braucht das eine einheitliche Währung. Und wenn zwei Länder sind, dann brauchen sie zwei Währungen. So einfach ist das. Warum versucht man jetzt überall da müssen wir den Euro retten mit dieser und jener Maßnahme? Aber Herr Brichter, hier geht es um die zentrale europäische Frage, die auch hier in der AG Geldordnung und wahrscheinlich auch in den anderen AGs sehr intensiv diskutiert wird. Wir stehen jetzt vor einem entscheidenden Punkt, ob wir uns zu einem Bundesstaat weiterentwickeln, also das würde praktisch Vereinigte Staaten von Europa bedeuten, oder halt wieder zurückfallen in einen Staatenbund. Genau, und der vielleicht sogar viel, viel lockerer wieder interagieren wird. Vor dieser entscheidenden Frage stehen wir jetzt und dieses Ausgleich, was der Piratus eben gemeint hat, mit Industrien in anderen Regionen aufbauen und so weiter, würde natürlich in einem Gesamtstaat ausgleichend wirken. Ich meine, auch hier muss ich wieder die Amerikaner zitieren, die haben letztendlich in den 30er, 40er, 50er Jahren nichts anders gemacht, wobei natürlich damals hauptsächlich auch militärische Einrichtungen in die Staaten verlegt worden sind, die damals strukturschwach waren. Das geht natürlich in einem einheitlichen Staat sehr gut. Und in Europa, da zucken wir zurück, weil wir als Deutsche natürlich unsere Vorteile nicht aufgeben wollen. Und da fällt es dann schwer, also Wertschöpfung irgendwo hinzuteilen innerhalb eines europäischen Gesamtstaates. Aber das war die Zielrichtung von der Frage Piratus, obwohl er eigentlich das gar nicht will. Ja, aber dann braucht man doch nicht darüber reden, sondern dann redet man erstmal, wollen wir eine Vereinigung in Europa? Und wenn ja, welche Bedingungen, was auch immer, und dann tun wir das erstmal. Und wenn es die dann gibt, dann kann man uns über das andere unterhalten. Wenn es die Vereinigten Staaten gibt, dann wird ja sowieso Geld, ob das jetzt Industrie tatsächlich in Form von Maschinen und Fabrikgebäuden sind, die da transferiert werden, oder eigentlich nur Geld. Logischerweise in einem Staat gibt es einen Finanzausgleich und da wird das alles nivelliert. Das muss man sich aber vorher überlegen, ob man das will. Und dann macht man das, wenn man es will. Und dann, wenn man es durchsetzen kann auch, die Bevölkerung muss da ja noch zustimmen. Und wenn die Bevölkerung zustimmt, dann hat man die Vereinigten Staaten und dann macht man Euro. So einfach ist das. Wir haben jetzt Exile 98 aus der AG Europa. Der hat vielleicht eine Frage dazu. Meine Frage war das folgende, und zwar, mein Gedankengang ist, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass das mit dem zu viel Geldmenge ist und exponentiell steigt, tendenziell. Da haben Sie ja zugestimmt. Und wenn wir jetzt, wir können in die Welt ja das Geldsystem global nicht ändern. Wenn wir jetzt innerhalb Europas sagen, wir halten den Euro, machen regionale Expresswährungen in den verschiedenen Zonen, sichern die aber gegenüber den Euro ab, haben wir einen globalen Standpunkt und andererseits eine wirtschaftspolitische Steuerung innerhalb Europa, die wir dann durchaus politisch auch als Finanzausgleich, wie es Deutschland eben gemacht hat, mit zwischen den Ländern und hier funktioniert in Deutschland, verkaufen können. Und das, denke ich mir, wäre doch ein politischer gangbarer Weg. Also das wäre ja im Prinzip Rückfall in die alten Währungen, okay, oder auch neue Währungen dann, aber jedes Land hat wieder seine Währung und dann gibt es noch eine Oberverrechnungseinheit Euro in ganz Europa. Kann man machen. Solange die Kurse der Einzelwährungen im Vergleich zum Euro schwanken, ist dagegen nichts einzuwenden. Dann können wir zum Piratus weitergehen. Meine letzte Frage, Herr Brichter, da geht es um die Staatsanleihen als Anlageform. Was auch wieder hypothetisch, weil es geht ja auch bei der Monetativen darum, eventuell Staatsanleihen dann aufzukaufen. Und auch es ist ja auch in der Diskussion, ob die EZB anfängt, die Staatsanleihen der Staaten aufzukaufen. Extrem gedacht, welchen Effekt hätte es, wenn Staatsanleihen als sichere Anlageform nicht mehr am Markt existieren würden? Was würde mit der Wirtschaft passieren, was mit der Finanzwirtschaft? Das weiß ich so nicht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil als Anlagevehikel ein Großteil unseres Geldvermögens, müssen Sie sich nochmal überlegen, ist ja in Staatsanleihen auch angelegt.
Und auch zum Beispiel unsere Lebensversicherungen, die haben ja dann Staatsanleihen in ihrem Portfolio, ja. Und dann überlegen Sie sich mal, wenn es die Staatsanleihen jetzt nicht mehr gäbe, was die Lebensversicherungen dann machen müssten, ja. Das müsste erstmal ein ganz neues Regularium erfunden werden, weil die sind ja verpflichtet sogar, vor allen Dingen in sichere Staatsanleihen, pseudosichere Staatsanleihen zu investieren. Und in Bankanleihen das andere, ne? Die würden dann, aber so viel Unternehmens, nochmal, wenn der Staat als Schuldner ausfällt, müssen die Schulden andere übernehmen. Und so viel Unternehmensanleihen gibt es ja gar nicht. Die gibt es ja eh schon, Unternehmensanleihen, aber da müssten die Unternehmen ja so viele Anleihen ausgeben, wie der Staat jetzt ausgibt. Und da würden die sich überschulden. Das ist nicht praktikabel, rein von der Mechanik des Funktionieren des Systems her. Das geht nicht. Es geht dann nicht, wenn man einfach auf kapitalgedeckte Altersvorsorge setzt. Und bei einem Umlageverfahren, einem reinen, würde es schon gehen. Das hat mit Altersvorsorge nichts zu tun. Jetzt. Ich rede davon, wenn Sie sich die beiden Kurven Geldvermögen und Schulden, wenn Sie die gegenüberstellen. Und Sie nehmen jetzt an, die Schulden sinken, weil der Staat seine Schulden tilgt. Nehmen wir mal eine Billion. Jetzt sind die Schulden weg. Und das Geldvermögen ist aber noch da. Das funktioniert nicht. Wie soll das gehen? Dann müssen andere eintreten und diese Schulden übernehmen. Oder es führt zu einer massiven Asset-Price-Inflation, ja, natürlich. Was ja auch gar nicht verkehrt wäre. Ja, natürlich. Oder der Zusammenbruch geschieht auf eine andere Art und Weise, dann haben wir eine riesen Inflation und dann eine Währungsreform, was auch immer. Aber einfach, der Staat hat keine Schulden mehr, toll, weitermachen, das geht nicht. Ich würde sehr gerne nochmal auf die Geldfunktion zurückkommen. Geld im volkswirtschaftlichen Kontext könnte man ja auch als volkswirtschaftliche Energie bezeichnen, weil durch die Forderungsverbindlichkeitsbeziehungen praktisch Spannungen zwischen den Wirtschaftssubjekten aufgebaut werden, die dann den Waren- und Dienstleistungsverkehr und auch die Produktion antreiben. Aus meiner Sicht, wir hatten drei Funktionen angesprochen, meines Erachtens sind es fünf, die ganz wichtig sind. Aber die Wertaufbewahrungsfunktion ist meines Erachtens eine notwendige Voraussetzung für die Zahlungsmittel- oder Tauschmittelfunktion. Wenn die Währungsbewahrungsfunktion wegfällt, dann denke ich, würde man zwangsläufig wieder zur Tauschwirtschaft fallen. Weil egal, wo man jetzt die Wertaufbewahrungsfunktion beschränkt, kommt immer ein Tag, an dem das Geld dann nichts mehr wert wird oder wenn es kontinuierlich sinkt. Aber das würde natürlich beim Tausch immer mit berücksichtigt werden. Dass wenn ich praktisch heute bezahle mit Geld, das morgen nur noch die Hälfte wert ist, dann denke ich, müsste man schlicht und einfach dann das doppelte Nominal bezahlen. Die anderen Funktionen, die meines Erachtens noch ganz wichtig ist, sind die Informations- und Kommunikationsmittel. Und ich glaube nämlich, dass die Preise und insbesondere Preisänderungen eine sehr wichtige Information für die Gesamtwirtschaft sind. Und ich glaube, dass selbst im Umweltschutz die Preisänderungen das sind, was die Menschen bewegt, sich zu ändern und nicht das schlechte Gewissen oder irgendwas. Und als nächstes auch die Steuerungsfunktion. Es sind letztendlich meines Erachtens Gewinne und Verluste, die global die wirtschaftlichen Ressourcenverteilung steuern. Aus meiner Sicht ist das heutige Chiralgeld hat im Grunde genommen eine abstrakte Perfektion erreicht. Preise haben keine Signalfunktion mehr im korrupten System heute. Ich habe da jetzt keine konkrete Frage oder sowas raushören können. Nur so viel. Zahlung und Wertaufbewahrung sind die beiden wichtigsten und die Messfunktion ist die dritte Funktion, die das Geld hat. Das ist ja unbestritten. Ne? Ich wollte noch ganz kurz was sagen zu der Äußerung, dass die Wertaufbewahrungsfunktion nötig sei, um Zahlungsmittelfunktionen aufrechtzuerhalten. Ich meine, diese ganzen Regiebilder zeigen ja das Gegenteil. Die haben keine Wertaufbewahrungsfunktion, sind aber trotzdem als Zahlungsmittel in diesen Regionen durchaus beliebt und akzeptiert und funktionieren auch. Also es muss nicht unbedingt beides, das Geld muss nicht unbedingt beide Funktionen innehaben. Natürlich ist dann die Frage, wenn nicht die Wertaufbewahrungsfunktion im Geld enthalten ist, wo bewahre ich Werte dann auf oder soll ich gar keine Werte mehr aufbewahren können? Jetzt möchte ich gerne Hu Eisner kurz Gelegenheit geben, mal zwischenzufragen.
Ich wollte nur sagen, dass ich denke, dass diese beiden Funktionen sich sogar widersprechen, weil wenn ich dann dem Geld eine Wertaufbewahrungsfunktion gebe, führt es natürlich dazu, dass Geld aus dem Verkehr gezogen wird, was wiederum bedeutet, dass irgendwo anders Geld neu geschöpft werden muss. Und das ist eins der zentralen Probleme in dem momentanen System. Deswegen steigen ja die Geldmengen und Schuldenmengen immer an, müssen auch, weil beide Funktionen im Geld enthalten sind. Und Axel Grimm sagt ja dann immer, dass wir praktisch ein System bräuchten zwischen einem Goldstandard und einem Fiat-Geld, um ein Ventil noch zu haben, dass praktisch eine Geldmengensteigerung halt möglich ist für dieses unternehmerische Tun von Menschen, die sich wahrscheinlich zu Tode langweilen würden, wenn alles irgendwie stagnieren würde. Ich glaube, der Exile 98 will konkret darauf noch was sagen, richtig? Vorhin, Herr Brichter, haben Sie gesagt, was wollt ihr denn mit dem Euro? Und da muss ich als AG Europa eben nochmal nachfragen. Und zwar, ich denke mir schon, dass wir doch, so wie ich es eben vorhin beschrieben habe, einen gangbaren Weg aufzeigen könnten, innerhalb Europa ein Geldsystem umzubauen. Und letzten Endes sind wir doch bloß in einem Wettbewerb mit anderen Kontinenten. Warum soll das nicht funktionieren, den Euro da so zu halten? Weil die Reihenfolge falsch ist. Wenn ich mich zusammenschließe zu einem Staat, zu einem Bundesstaat, dann habe ich eine Währung. Aber hier wurde versucht, die Währung erstmal, das ökonomische Instrument einer Währung, wurde für politische Zwecke, ich sage, missbraucht. Man hatte dann die Hoffnung, aha, wenn wir erstmal eine Währung haben, werden wir auch, das wird uns dazu bringen, dass wir auch politisch zusammenwachsen. Aber man sieht ja offenbar, dass teilweise sogar das Gegenteil der Fall ist. Denn er sorgt ja der Euro eher für Streit, nicht für Harmonie. Also selbst dieses Ziel ist nicht erreicht worden und kann auch nicht erreicht werden. Also nochmal, europäische Einigung, schön und gut. Wir können entweder so wie bisher auch wirklich zusammenarbeiten und uns austauschen. Oder wir können einen Bundesstaat bilden, aber dann soll das gemacht werden. Und dann muss die Bevölkerung in allen Staaten davon überzeugt werden, dass das Vorteile hat. Und wenn die Bevölkerung überzeugt ist und das wählt, auch das sollte ja in der Demokratie nötig sein, das muss vom Volk bestimmt werden. Den Euro hat man ja auch ohne das Volk eingeführt, nur nebenbei bemerkt, ohne das Volk zu befragen, bei uns zumindest. Dann sollte das Volk befragt werden und wenn dann die Mehrheit dafür ist, dann gründet man diesen Staat und dann kann man den Euro schaffen, aber nicht vorher. Also, dass der Euro so in bestehender Form eine Fehlkonstruktion ist, da sind wir uns, glaube ich, ja ziemlich einig. Was hielten Sie davon, wenn man statt dem Euro ein Bankensystem eingeführt hätte? So wie das Keynes 1944 vorgeschlagen hat, was leider ja unterlegen ist gegenüber dem White Paper. Keynes hat vorgeschlagen, eine supranationale Währung einzuführen, die er eben Bancor nannte, wo alle Staaten in einem bestimmten Schlüssel zu ihrem Außenhandelsvolumen zur Verfügung gestellt bekommen. Und wenn sich da große Leistungsbilanzdefizite anhäufen, dann werden die automatisch abgezinst. Das heißt, derjenige, der auf Dauer immer nur überexportiert, bekommt sozusagen einen Strafzins und umgekehrt. Also ich kenne das Konzept jetzt nicht, aber es klingt auf den ersten Eindruck ja ähnlich wie der Euro. Ich meine, ob ich jetzt, das ist ja noch schlimmer, ist auch potenziert. Ich habe dann nicht nur eine Euro-Währung für Europa, sondern für die ganze Welt. Die nationalen Währungen existieren trotzdem weiter. Ja, das ist überhaupt kein Problem, das habe ich ja gerade gesagt. Da kann man den Euro auch als Verrechnungseinheit für die Länder untereinander benutzen. Sowas gibt es ja auch, der IWF hat ja Sonderziehungsrechte, das ist ja auch so eine Art, das ist keine richtige Währung, aber da wird ja auch darüber geredet, ob man nicht da so eine Währung einführen sollte. Von daher, das ist überhaupt kein Problem, eine Verrechnungseinheit oder eine Verrechnungswährung international zu schaffen, da habe ich nichts dagegen. Aber die einzelnen Länder müssen die Möglichkeiten haben, ihre Wechselkurse gegenüber dieser Währung dann anzupassen. Das ist das Entscheidende. Der Bankerplan von Keynes 1944 in Bretton Woods formuliert, hatte auch das Ziel, neben einer globalen Währungsverrechnungseinheit auch die sogenannten Exporte und Defizite, also Überschussländer und Defizitländer, zu begrenzen auf ungefähr 2% und danach Sanktionen eintreten zu lassen, weil die Ungleichgewichte ja immer dazu führen, dass besonders aggressive Exportländer immer praktisch andere Länder in die Defizite hineinzwingen. Das war der zweite große Bestandteil der Keynesian Pläne mit dem Bankor. Also wir reden jetzt wirklich über Dinge, die so weit von der Bevölkerung entfernt sind, weil sie damit überhaupt nichts anfangen kann, dass ich dafür plädiere, doch ein bisschen mehr wieder darauf zurückzukommen, was ja, als Partei, man muss ja mit dem Volk kommunizieren. Ne?
Und wenn man da über Bancor oder Bancor redet, was irgendein Herr Keynes mal vor zig Jahren vorgeschlagen hat, ich glaube, da ist man auf der falschen Linie, oder? Naja, die gleichen Vorschläge kamen ja bei den G20-Verhandlungen auch wieder auf. Da hat man ja auch eine Abweichung von den Leistungsbilanzüberschüssen von den USA eingefordert, die dann begrenzt werden sollten. Die Bundesregierung hat sich natürlich zusammen in einer Allianz mit China dagegen ausgesprochen. Insofern ist das jetzt nicht überholt. Nein, aber das hat doch nichts mit der Währung zu tun. Dass ein Land mehr exportiert, als es importiert, ist ein anderes Problem. Das hat mit der Währung nichts zu tun. Das ist ja eine andere Frage. Darüber kann man reden, klar. Was verursacht doch die Währungsprobleme zum großen Teil mit, dieses Phänomen? Ich meine, Deutschland, um es mal ganz kurz zu skizzieren, hat nach der Wiedervereinigung die osteuropäischen Länder benutzt als Vorlieferanten mit geringen Löhnen, hat den Binnenmarkt mit einer Währungsunion benutzt, um stabile Absatzmärkte zu haben. Die konnten nicht mehr abwerten wie früher. Das ist also ein großer Binnenmarkt für die deutsche Industrie und damit war man wettbewerbsfähig auf den globalen Märkten. Nach meiner Meinung, Herr Brichter, tut sich Deutschland unsolidarisch gegenüber Europa verhalten und hat diesen Vorteil genutzt. Und dass diese Politik wird langfristig nicht aufgehen, dass wir einerseits Exportweltmeister auf den Weltmärkten sein wollen, aber unseren europäischen Binnenmarktpartnern praktisch nicht in einer Transfersituation dann helfen. Wie stehen Sie dazu? Aber jetzt schmeißen Sie doch wieder so viel zusammen, finde ich. Viel zu viel in einen Topf. Der Euro hat Vor- und Nachteile für Deutschland gehabt. Es gab Vor- und gab Nachteile. Die ändern sich auch und es ist nicht nur so, dass der Deutsche nur davon profitiert hat, ne? Aber wir haben jetzt über den Bancor geredet oder Leistungsbilanzdefizite. Das sind zwei verschiedene Dinge. Die Leistungsbilanzüberschüsse und Defizite sind eine Sache und dann kann man über die Ungleichgewichte reden, wenn ein Land mehr als das andere, wenn ein Land immer exportiert und das andere immer importiert, das muss ja auf Dauer, kann das nicht gut gehen. Und das andere ist, ob man da eine Währung hat oder nicht. Das ist aber wirklich, ich plädiere dafür, das immer zu trennen und nicht so alles zusammenzumischen. Das sind verschiedene Paar Schuhe. Muss man hinsichtlich Europa nicht so eine Art Länderausgleich installieren, um das Ganze fair zu machen? Der Finanzausgleich ist natürlich nötig, um den Euro einigermaßen noch am Leben zu erhalten. Und das passiert ja. Das wird ja nicht so genannt, aber natürlich müssen Mittel von den stabilen und reichen Ländern in die ärmeren fließen. Was in Deutschland geräuschlos geschieht, geschieht halt in einer Konstruktion, in der man nicht ein Land ist, noch mit großen Geräuschen über einen ESM oder wie man es immer nennen mag dann. Ne? So, und das ist ja auch das Problem. Deswegen nochmal, ein Land, da wird der Finanzausgleich geräuschlos geregelt. Auch da gibt es ab und zu mal jemanden, der aufmotzt, sieht man ja bei uns auch, da gibt es die Geberländer und die Nehmerländer und die Geber, die sagen mal ab und zu, wir wollen nicht mehr zahlen und sowas, aber das ist dann nicht so dramatisch. Insgesamt brauchen wir diese Vereinigten Staaten und dann kann man diesen Finanzausgleich geräuschlos organisieren, wie man das braucht. Kann ich jetzt mal was dazu sagen? Das Clearing durchzuführen, da sehe ich ein Problem drin, eben weil es anscheinend doch ein politisches Problem ist, wenn jetzt Deutschland, deutsche Politik dann sagt, oder die deutsche Industrie, dass, also zum Beispiel von BASF, den Vorsitzenden Kurt Beck, der sagt, kann eine Volkswirtschaft eigentlich effizient genug sein oder kann sie zu effizient sein? Und da sehe ich ein ganz grundlegendes Problem drin, dass man da einfach nicht da was eingestehen will und auf Ausgleich irgendwie aus ist, dass das mal geklärt wird, diese verschiedenen Außenhandelspositionen der Länder und so, sondern man schaut immer auf die eigene Industrie. Also die einfache Frage eigentlich ist, kann eine Volkswirtschaft zu effizient sein, ja oder nein? Was heißt zu effizient? Wer wagt sich das zu bestimmen, was zu effizient ist? Und Tatsache ist, es gibt Unterschiede in der Effizienz. Und Deutschland ist bei den Ländern, die sehr, ich sag mal, sehr effizient arbeiten und sehr gut sind. Und das hat früher der Wechselkurs ausgeglichen. Da war die D-Mark eben stark und hat es uns schwerer gemacht, unsere Waren zu exportieren, weil die D-Mark so stark war. So. Und jetzt ist die D-Mark nicht mehr da und jetzt ist der Ausgleich nicht mehr durch die Wechselkurse gegeben. Jetzt profitieren wir in diesem Falle jetzt sogar davon, dass der Euro nicht so stark ist. Also ich sage nicht, dass das zu effizient oder es ist so, wie ich vergleiche es immer mit zwei Sportlern. Der eine rennt halt schneller als der andere und dann kann man dem anderen sagen, der schneller rennt, jetzt rennt mal langsamer, damit der andere noch mitkommt. Ja, würde er sagen, freiwillig mache ich das nicht, oder?
Ja, ich denke, dass Deutschland das da schon ein Problem irgendwo ist, dass wir teilweise zu effizient sind und da einfach auch auf Griechenland und die PIGS-Staaten dann Schritt zugehen müssten und nicht nur versuchen, die jetzt an auf unser Niveau zu heben. Ja, sag ich doch. Wenn wir eine Währung haben, müssen wir reich sein. Entweder wir werden wie die Griechen oder wir geben unser Geld den Griechen. Das sind die zwei Möglichkeiten, die wir haben. Wenn es den Wechselkurs noch gäbe, wäre das kein Problem. Dann wäre die D-Mark so stark, dass und die griechische Drachme so schwach, dass diese Unterschiede durch den Wechselkurs ausgeglichen würden. CU Meyer hat noch gar keine Frage gestellt. Vielen Dank. Ja, wenn gerade die Diskussion eben darum ging, ob wir zu effizient sind, ich glaube, dass die Frage immer völlig falsch gestellt ist. Ist es nicht so, dass das Schuldgeldsystem dafür sorgt, dass jeder Staat versucht hat, Schulden zu vermeiden und das eine besser schafft als der andere und der hat dann weniger Schulden hat als der andere, aber es geht doch letztendlich eigentlich darum, dass das Geldsystem so umgeschaffen wird, dass keine Schulden mehr für Vermögen entstehen müssen. Dann ist das Problem auch gelöst. Genau, daran müssen wir arbeiten. Der noch eine Frage an den Herrn Brichter stellen möchte, dann bitte ich den jetzt schnell nach oben zu kommen. Ja, ich würde es gerne nochmal probieren. Es ging ja vorhin um die Umstellung des Systems und wir haben augenblicklich ein wachsendes System und wir wollen umstellen auf ein geldmengenneutrales System. Ich sehe da keinen Widerspruch und den würde ich gerne erklärt haben. Wenn ich von einem wachsenden System komme auf einen neutralen, ich werde ja nicht kleiner, also ich kann ja die Geldmenge, die dann das Wachsende geschaffen hat, behalten erstmal. Und in dem Zusammenhang würde ich dann ganz gern wissen, kann man dafür den Euro als einen ersten Schritt sehen? Also der Euro hat doch überhaupt nichts zu tun mit dem Geldsystem wachsen oder nicht wachsen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich kann den Euro haben mit dem jetzigen Geldsystem und ich könnte das Geldsystem umstellen und den Euro trotzdem behalten. Aber wie gesagt, wir sind ja noch lange nicht so weit, das Geldsystem umzustellen. Und das ist ja erstmal die große und spannende Frage. Welches System käme dann und wie funktioniert die Umstellung? Also jetzt hier in Spanien, gerade in Griechenland oder so, ich wohne jetzt zum Teil auch in Spanien, nicht bloß in Deutschland, da gibt es ja starke politische Bewegungen, die sich durchaus ihre eigenen wirtschaftlichen Systeme außerhalb des Geldkreislaufs für privatwirtschaftlich, also Tauschhandel bloß mehr als für Geld, sowas kann man ja ausbauen. Den Euro weiter ausbauen, natürlich umstrukturieren dazu, dass es mal ein geldmengenneutrales System wird. Aber Tauschhandel will nicht das Geldsystemproblem lösen. Das gibt es immer und überall im kleinen Rahmen und regional begrenzt, klar. Aber das Geldsystemproblem lösen Sie damit nicht. Das müssen Sie umstellen und zwar sukzessive oder auf einen Schlag. Und dann ist ja auch die Frage, in welches überhaupt? Und da sind wir noch gar nicht so weit, darüber überhaupt uns Gedanken zu machen, weil wir wissen ja noch gar nicht, in welches System, wenn überhaupt, sollen wir die Geldordnung umstellen. Also bisher hat die Geschichte gezeigt, Herr Brichter, dass das Geldsystem immer nur in einer richtigen Krise verändert worden ist, aus einer reinen Notsituation heraus. Ja genau, das ist es. Also es wird der Zusammenbruch bekommen und dann muss man gucken, machen wir was Neues oder fangen wir wieder einfach nur im alten System von Neuem an. Und deswegen sollte man sich jetzt überlegen, was könnte nach dem Zusammenbruch denn dann für ein System kreiert werden. Zu dieser Position sind wir eigentlich auch gekommen in der AG Geldordnung, dass wir eigentlich eine Lösung parat haben müssen, aber die Wahrscheinlichkeit, sie vorher umsetzen zu können, bevor dieser Crash oder diese Krise einsetzt, die ist also sehr, sehr gering. Jetzt, Christoph, hast du noch eine Frage? Ich glaube, das führt jetzt zu weit. Es gibt, wie gesagt, Lösungsansätze, um das zu realisieren. Wie gesagt, dass wir schuldfreies Geldsystem hätten und damit eine Lösung. Das war das Folgesystem. Es gibt das Wertschöpfungsentgelt zum Beispiel. Oder es gibt einfach die Idee, das Vermögenseinkommen zu schaffen, indem man einfach den Unternehmen untersagt, dass sie Gewinn ausschütten. Ne? Aber ich glaube, das wird jetzt zu weit führen, da noch reinzugehen. Ja, ich habe auch eigentlich schon die anschließende Frage zu dem, was wir gerade besprochen haben. Stellen wir uns vor, Euro zusammen, Deutschland wird die Chance nutzen, eine Währungsreform damit zu machen. Wie geht es weiter? Also wann ist das Gewitter rum? Also ich frage jetzt auch in Bezug auf Dollar, Yen, Weltwährungssystem. Was stellen Sie sich vor? Was ist Ihre Erwartung? Wie endet das alles? Also das ist ja für mich sowieso das Wesentliche. Ich finde ja nicht, dass man kann natürlich darüber diskutieren, sollte auch, was wäre besser, wie könnte man es anders machen.
Ich als Journalist habe ja eher die Aufgabe zu gucken, was wird denn voraussichtlich passieren und wie sollte ich mich dann als Anleger oder als Bürger überhaupt darauf einstellen, weil es sowieso nicht änderbar ist, sondern ich muss eher gucken, wie so eine Wettervorhersage, was wird denn voraussichtlich passieren. Und da ist für mich das Szenario so, dass der Euro-Zusammenbruch übrigens nichts zu tun hat mit der Währungsreform oder dem Geldzusammenbruch. Nach meiner Erwartung wird der Euro früher auseinanderbrechen. Das Geldsystem ist damit noch lange nicht zusammengebrochen, sondern dann wird in diesem System erstmal weitergemacht, bis das Geldsystem zusammenbricht oder die Währungsreform kommt. Dann dauert das auch noch ein bisschen länger. Und glaubt, dass der Dollar dann, also eine Währungsreform im Dollar, das eigentliche Ende der Währungskrise wäre oder können wir uns schon früher erholen? Also der Dollar hat die gleichen Probleme, der Yen auch, also die etablierten Währungen haben alle ähnliche Probleme. Da gibt es dann wieder die, ja, wie soll man Gegnerschaft nennen, vielleicht. Jeder versucht natürlich nicht der Erste zu sein und das ist dann schon, wo man sagt, es ist auch eine transatlantische, so ein kleines Gefecht. Dann wollen die Amis natürlich versuchen, dass die Europäer zuerst dran sind und nicht sie. Aber wer dann letztendlich tatsächlich der Erste sein wird, weiß ich nicht. Ich vermute mal, doch, die Europäer werden dann früher dran kommen. Die Amis, sie haben es bisher immer geschafft, sich noch rauszukriegen. Aber auch der Dollar muss früher oder später auf Null zurückgesetzt werden und dass es davon von neuem losgehen kann. Wobei ich nicht glaube, dass die auch dann ein neues Geldsystem einführen werden. Auch das muss man ja nochmal bedenken, internationaler Zusammenhang. Also wollen wir jetzt nur, wenn überhaupt, in Deutschland, in anderen Ländern, in Europa, weltweit. Das sind so viele Dinge, die da reinspielen. Deswegen glaube ich nicht, dass wir jetzt schon uns über diese Entwicklung, die in zig Jahren vielleicht irgendwann mal eintreten wird, jetzt schon Gedanken machen sollten. Das ist aber alles so spannend, Herr Blichter, dass man fast in der Versuchung ist, Sie nochmal einzuladen, über genau diese Wettervorhersagen zu diskutieren mit Ihnen. Aber ich möchte Ihnen jetzt keine Angst machen. Letzte Fragen von Rudi. Arne, Rudi und Stefan. Herr Blichter, also die meisten, die mich hier kennen, Mumble und auch auf der Medienliste, wissen, dass ich kein gelernter Wirtschaftler bin, sondern eigentlich versuche, das Ganze aus meinem gesunden Menschenverstand zu verstehen. Und ich bin zum Schluss ein bisschen überfordert gewesen, was hier diskutiert wurde, und fand dann nämlich auch in dem Schluss raus, dass wahrscheinlich bei solchen Diskussionen die Menschen draußen abschalten würden. Und was mich interessieren würde, ist, was Sie uns Piraten raten, wie wir diese Thematik und diese Problematik vor allen Dingen auf die Straße bekommen, in die gesellschaftliche und vor allen Dingen in die politische Diskussion reinbekommen. Also wir speziell als Piraten, was sollten wir tun, um dort nach vorne zu kommen? Da habe ich einen ganz eindeutigen Rat. Alles weglassen zunächst mal, was nach Alternativvorschlägen auch nur riecht. Denn in dem Moment, wo man anfängt, wie Herr Huber, wie XYZ, irgendwo zu sagen, das ist doch viel besser, wenn wir das so und so machen. In dem Moment wird nur noch darüber diskutiert und über nichts mehr anderes. Vor denen, die ein bisschen was zu sagen haben und die anderen, die schalten ab, weil sie es eh nicht verstehen. Deswegen Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Nur über, meiner Ansicht nach, das Volk, die Bevölkerung, über die Macken, über die Funktionsweise des gegenwärtigen Systems aufklären. Und wenn, das haben wir vorher schon mal besprochen, und wenn dann eine nötige Mehrheit der Bevölkerung aufgeklärt ist, was ich gar nicht weiß, ob das überhaupt möglich ist, weil bei vielen vielleicht doch das Interesse gar nicht so groß ist. Man kümmert sich halt eher um Fußball und um Autos, weniger um Geld. Aber ich glaube, das Interesse wird deswegen schon wachsen, weil die Probleme, die krisenhaften Einflüsse ja zunehmen werden, auch in den nächsten Jahren und nicht aufhören werden. Und deswegen wird das Interesse ja zunehmen. Nochmal Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Nur wenn jemand versteht, wo es hakt, dann kann er auch überhaupt aufnahmefähig sein und erkennen, aha, vielleicht sollten wir das machen oder ich finde es zumindest mal gut, dass darüber sich jetzt Leute Gedanken machen. Vorher nicht. Glauben Sie, dass wenn wir in unser Wahlprogramm, wir gehen ja nächstes Jahr in den Bundestagswahlkampf, wenigstens dieses Thema mit aufnehmen, dass es helfen würde? Ja, aber das Thema eher aufnehmen im Sinne von nicht, wir wissen jetzt schon, was zu machen ist, sondern das Thema aufnehmen, wir wollen der Bevölkerung reinen, die wird es gutieren, der Bevölkerung reinen Wein einschenken, wie es funktioniert.
Und wir sind eben nicht diejenigen, die, die da irgendwie erstens von irgendwelchen Banken abhängen oder die auch irgendwelche Märchen erzählen, sondern wir sind diejenigen, die sagen, so funktioniert es, das sind die Knackpunkte und dann lass uns mal drüber reden, ob wir was ändern können. Und wenn sowas im Programm, wenn das geht, das weiß ich nicht, wenn sowas im Programm aufgenommen werden könnte, dann eher nach dem Motto, lasst uns eine breit angelegte Diskussion über die Geldordnung anstoßen, denn da ist einiges zu tun und man muss nicht immer schon eine Lösung parat haben, die hat man auch noch gar nicht in diesem Fall. Würden Sie Ihr Buch in unserem Wiki veröffentlichen? Kenne ich jetzt nicht, kann ich nichts zu sagen. weiß ich nicht, warum? Ja, das wäre eher eine rhetorische Frage. Würden Sie uns vielleicht wenigstens unterstützen dabei, also unsere Homepage mit Inhalt zu füllen, indem Sie ab und zu mal fertige Texte lesen und vielleicht korrigieren? Das wäre ganz hilfreich und nett. Ja, da bin ich bereit zu, ja. Wahrscheinlich werden wir Van Strählen irgendwann einladen in den nächsten Wochen. Und Sie hatten ja mit ihm schon einiges an Kontakt auf der Seite von cosmicliebeangelamerkel.de. Wären Sie daran interessiert, auch in so einer Diskussion wie heute teilzunehmen mit Bernd von Strählen? Ich habe jetzt meine Erfahrung mit ihm und weiß eigentlich, dass man mit ihm nicht diskutieren kann. Und das bin ich der Einzige, der diese Erfahrung gemacht hat. Also das ist schwierig, das ist ein schwieriger Mensch. Ja, ich kann das bestätigen. Also das habe ich aus vielerlei Munde gehört, dass es sehr schwierig ist mit ihm. Ich habe endlich verstanden, wie das funktioniert. Ich wollte nur sagen, es gibt 1000 Möglichkeiten, lokal zu wirtschaften und Geld zu investieren, sinnvoll, ohne Staatsanleihen des Staates zu kaufen, zum Beispiel, indem man Energiegenossenschaften gründet, Energie, erneuerbare Energieanlagen, Infrastruktur, alle möglichen Dinge, die Menschen wirklich brauchen, darin investiert, eine Art Rotationsfonds einrichtet, zum Beispiel wie die Jack Bank in den skandinavischen Ländern, um also Leute zu ermöglichen, ein Haus zu bauen und mit dem ja so praktisch, dass sie bekommen, weil kein Zins anfällt, bekommen sie die Hälfte von dem Geld wieder zurück, wenn sie das abbezahlt haben. Also es gibt zum Beispiel dieses System VIA in der Schweiz. Das funktioniert wunderbar. Das sind Recheneinheiten, das sind keine Franken. Und die Unternehmen benutzen das, um zu wirtschaften miteinander. Die Frage ist, erstens muss man sich fragen, warum man sich politisch engagiert, wenn man gar nichts ändern kann. Ich glaube es nicht. Wir wollen uns zusammentun, um was zu ändern. Nicht einfach um zuzugucken und Angst zu haben, dass das System zusammenbricht. Das heißt, ich will schon Lösungen und die gibt es. Es gibt solidarische Ökonomie. Es gibt die Frage. Das Wichtigste ist, dass man die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellt und nicht die Profitmaximierung. Und dann alles andere besorgen die Menschen, indem sie eben wirtschaften miteinander. Also ich denke auch, es gibt so viele Ideen und es ist vielleicht auch die Stärke der Piraten, dass wir einfach dazu übergehen, darüber zu reden. Also unser Motto hier in der Geldordnung ist ja, Piraten reden übers Geld, aber ich denke auch, man kann sagen, Piraten reden im Prinzip über alles. Also alles muss auf den Prüfstand und da kann ich Giuliana nur beipflichten. Matthias, was sagst du dazu? Ja gut, Ding braucht Weil. Zum Schluss hat sie doch noch die Lösung gefunden, damit sie sich hier einbringen kann. Das fand ich jetzt toll und hat man jetzt ihr auch Gelegenheit gegeben, damit sie ihr Statement hier rüberbringen konnte. Herr Richter, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr langes Ausharren hier. Ich glaube, viele der Mitglieder waren überrascht über einzelne Positionen und sie haben uns auch manchmal den Wegweiser gegeben, auf was wir uns konzentrieren sollten und wo wir uns vielleicht bei Nebenkriegsschauplätzen auch verlieren können. Also von meiner Seite herzlichen Dank. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank, Raimund. Ich danke allen Zuhörern. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Also mir auf jeden Fall auch wieder viele Erkenntnisse. Raimund, willst du noch abschließend ein paar Worte verlieren? Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Die große Chance, die ich für die Piraten sehe, ist, dass sie, abgesehen von irgendwelchen Lösungsvorschlägen, die sie auch nicht haben, aber dem Wahlvolk klar machen können, dass sie offen sind und auch rein Wein einschenken den Leuten. Das ist für mich das Wichtigste. Und dann, denke ich, habt ihr auch weiterhin viel Erfolg.
Ja, das sehe ich auch so und ich freue mich über den schönen Abend, Matthias. Ich kann mich auch nur anschließen und wie gesagt, vielen Dank an alle. Danke, tschüss. Danke für die Moderation. Ciao, ciao. Tschüss.